Moin Moin Kradujana und jetzt kommt zurück zu World of Warships. Wir sind wieder unterwegs mit der Preußen und werden hier noch so ein kleines Special aufnehmen. Ich weiß, ihr leckt euch nach dem Schiff die Finger. Nach dem ersten Review, was ich gebracht hatte, waren viele natürlich ein bisschen ernüchtert, ein bisschen ist ja irgendwie doch nicht so geil, wie ich erhofft hatte. Und ich hatte es gerade schon hier im Stream auch gesagt gehabt, viele hatten riesige Erwartungen an das Schiff, aber es war klar, dass dieses Schiff den Erwartungen nicht gerecht wird. Wie denn auch. Denn wir haben Nummer 1 zu 1 hier einen Kufis Rumpf. Großer Highlight halt die Türme, 457 mm. Wir haben einen ganz angenehmen Schusswinkel nach hinten hin, dass wir hier ballern können. Nach vorne hin, ja gut. Guck mal, da geht der letzte Turm schon nicht mit, dass wir jetzt hier der Winkel zum Ballern. Das war bei Kurfürsten auch nicht groß anders. Mal schauen. Ist ein CA oder ein BB? Das ist hier ein BB. Das ist hier ein BB. Wieso CA? Das wäre denn ein B ziehen. Battlecruiser, Schlachtkreuzer. BTK. Ahoi. Viel Erfolg. So, mal den Feind mit anfeuern, bevor wir ihn gleich vernichten. Doppelschliefen bei den Gegnern. Yamato, Vermont, Hindenburg, Sevastopol. In der Moskwa ist ja auch schön. Doppelschieben wir bei uns. Mal gucken, was das wird. Bleiben wir erstmal cool bei C, versuchen hier zu helfen. Nach hinten ist er ein Kromschiff. Nee, geht nicht. Wir haben nämlich bloß 20 Kilometer Reichweite. Ein Riesenproblem, was die Preußen leider hat. Die Reichweite. 1-2 Kilometer mehr hätten sie ruhig geben können, bin ich ehrlich. Auch wenn er noch weniger denn getroffen hätte. Und meine Freunde, danke für den fetten Hype-Train. Obwohl wir gerade erst angefangen haben. Dankeschön. Yamato, Yamato. Bom, bom. Cool, bleiben sogar unsichtbar. Ich liebe es. Second Dave kann auch ballern. Ich liebe es. Doppelt und dreifach. Hey, Yamato. Und ich bin sichtbar. So viel dazu. Abpraller, nice. Seht ihr, 457 mm. Das rackt ganz anders rein hier. Das rackt ganz anders rein. So, komm. Große Voy, friss mal bitte nochmal. Ist hier unser Hindenburg nicht umsonst gestorben? Ein Treffer. Na, immerhin. Yamato hat nicht auf mich geschossen. Das ist gut. Ich bin wieder unsichtbar. Ja, yeah, deutsche Genauigkeit schliefen. Kenn ich. Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Ja, beeilen ist auch gut. Hier ist nichts mit beeilen. Feuer! Hier ist überhaupt nichts mit beeilen. Schnell rum. Die Schliefen nämlich dichter kommen und hier mit Torpedos arbeitet, habe ich ein Riesenproblem. Auch wenn wir jetzt hier eine Salve fressen, ist egal. Hauptsache, es tut nicht zu doll weh. Ach, lächerlich. Deutsche Genauigkeit. Au. Da tat die Hindenburg-Salve doch einen Ticken mehr weh. Da tat der doch einen Ticken mehr weh. Au. Secondary, anklicken, nicht vergessen. Hey, Hindenburg. Friss. 5000. Ich freue mich. Total geil. Seht ihr? Salven ganz anders, ne? Ganz anders. Die brennen auch kaum. Für alle bei YouTube gerade oder auch für euch jetzt hier gerade. Ich habe Brandschutz jetzt nochmal mitgenommen wieder. Ich habe Tarnung weggenommen. Eieieiei, Fluchtmodus. Es ist so ein Krampf. Es wäre so schön, wenn dieses Ding ein bisschen tanken könnte. Auch beim Kurfürsten schon. Für Nahkampf gedacht und frisst Damage wie so ein riesiger Kreuzer. Es ist so unangenehm. Aber was willst du machen? So, Hindenburg, du fährst noch vorwärts, du stehst nahezu und bist unsichtbar. Und hier seht ihr gerade das Riesenproblem, was ich habe mit der Tarnung. Ich würde so gern. Tarnung noch irgendwie hier mit einbauen bei der Skillung, aber es geht halt nicht. Ja, Yamato, du wolltest jetzt noch groß hier rumballern, ne? Träumt weiter. Okay. Eine gekonnte Drehung. Schnell weg hier. Schliefen pushen geht nicht, wir haben keine Torps. Ein Riesenproblem, was die alten deutschen Schiffe haben, die alten deutschen Forschungsschiffe. Wir können eigentlich bloß noch, wir sind eigentlich verbannt auf die Midrange. Wir können nicht mehr in Nahkampf. Weil im Nahkampf eiern bloß noch Schliefen und Korum. Natürlich, wenn ich jetzt ein schönes Nahkampfschlachtschiff spielen will, spiele ich auch lieber die Schliefen. Ich würde nicht mehr dran denken, Preußen oder Kurfürst irgendwie auszuwählen. Und Zitadelle. Uff! 4-9. Naja. Der Kaktus hat auch ganz viel Spaß. Die Idee ist wieder drin. Okay.
Nick hat leider schon extrem viel Damage gefressen. Verdammte Axt. Und die Yamato bricht uns hier das Genick. Die Yamato, meine Freunde. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Aber mal gucken. Nochmal heilen. Haben wir unsere 80.000 Leben wieder voll. Yamato frisst jetzt mal richtig. Komm, Zitadelle. Ihr Treffer, es waren 6.000. Ich freue mich. Wahnsinn, wa? So kriegt man die Yamatos klein. Bin wir mal zu treffen. Bin immer noch unsichtbar. Sehr angenehm. Und bin sichtbar. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und klatsch! Hier 9. 57 Meter bringen auch nichts mit deutschen Genauigkeit. Das ist so nicht ganz richtig. Und wir haben meist immer bloß ein, zwei Treffer, aber wenn die mal treffen, dann tut es halt auch ein bisschen weh. Diese 5000er-Hits, die ich hier gerade andauernd mache, da hätten wir beim Kurfürsten jetzt immer 2000er gehabt, wenn überhaupt, oder Abpralle oder gar nichts. Also den Unterschied merkt man schon. Muss aber ehrlich gesagt, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, es ist nicht die erhoffte Erlösung, die wir uns alle erhofft haben. Es ist nicht das Schiff, nicht der deutsche Messias, der uns jetzt hier völlig overpowertes Schiff bringt, was wir jetzt alle nur noch spielen. Es ist ein Schiff, was funktioniert. Mehr auch nicht. Klatsch! Und wieder 5-5. Seht ihr immer zwei Murmeln rein? 8 Schuss in der Luft, 2 gehen rein und das seht ihr fast dauerhaft. Du hältst bloß Kacke vor. Nein, mach ich nicht. Deutsche Genauigkeit. Gelernt. Schule. Damals. Ist er schon rum? Er ist noch nicht rum. Aufklärungsflugzeug kehrt zum Schiff zurück. Hallöchen, Schliefe. Und schon tot. Secondary. Und down ist er. Sauber. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Sevastopol. Nicht, der hat uns gleich one-shottet. Nope, 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 nope. Unser Team hat die Führung übernommen. Wir haben Nick leider verloren. Schade. Bisher aber killtechnisch. Sieht noch gut aus. Uns fehlen bloß komplett die... Oh Gott, das sind die nächsten Schliefen. Man kann halt nicht nach vorne. Mit diesem Schiff müsste man eigentlich nach vorne preschen, wie so ein Bekloppter. Kannst du aber halt nicht. Und das ist das Problem. Das Problem, was der Kurfürst hat, und das Problem, was die Preußen jetzt hat. Wir können nicht nach vorne preschen. Wenn die uns einfach wegtorben. Weil er den hier aus dem Nebel ist ja ekelhaft. Ist ja... Oh, Kacke. Oh, der Winkel ist ja doof für mich. Der Winkel ist ja doof für mich. Einen nehmen wir auf jeden Fall mit. Hilft nichts. Tactical Beaching. Au, 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 au. Fehlt halt ein DD vorne. Schau, dass Nick schon draufgegangen ist. Unsere andere Schiene eiert hier hinten rum. Wie will die halt jetzt von der Seite angreifen. Oh, endlich unsichtbar. Und ihr seht's. HE, AP, alles aus jeglichen Quellen. Damage ohne Ende. Problem gelöst. Das dürfte eigentlich nicht sein. Wir müssen das wegtanken wie eine Kremlin, um vorne überhaupt noch agieren zu können. Wenn wir schon keine Tops haben. 6 Kilometer Tops, 8 Kilometer Tops, irgendwas in der Richtung. Das müssen ja nicht die krassen von der Schliefen sein. Da hätten wir ja gar keinen Grund mehr, die Schliefen zu spielen. Aber so wie es jetzt gerade ist, fehlt halt was. Fehlt halt was. Ich meine, die Ladezeit ist geil, ne? 21 Sekunden. Das ist schon ein Traum mit dem Kaliber. Wenn der Bus immer ein, zwei Mobilen treffen, auch nicht so geil. Ja, cool. So, was machen wir jetzt? Außer langsam krepieren. Von der Seite aus nicht viel. Alter, sind die völlig nall. Ach. Fahren alle rum da oben. Keiner fährt rein. What the fuck? Ich würde hier gerne rein und kann nicht reinfahren. Bin nämlich unter Dauerbeschuss wieder. Warten, bis die Gegner näher kommen. Jo, was anderes kann ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade wirklich nicht machen. War mal gemütlich weiter rückwärts. Sobald ich hier nochmal einmal aufplopp, kommt gleich der diese Schwall Torps und das war's ja mit mir. Fahren hier mal ganz gemütlich rückwärts. Kommen wir jetzt schon rüber? Nö. Sevastopol. Worst Shimakase. Können wir auch nicht groß helfen. Vito ist nicht mehr ready. Aha. Da kommt die Schliefen rum. Im Review hatte ich in der Schliefen sogar eine Zita gekloppt. Das ist ja relativ einfach bei der. Soll ja angeblich bei uns nicht so leicht sein. So, komm. Mal gucken. Time to shine, Krado. Time to shine. Zitadelle!
2 Treffer am Torpedoschuh und einmal durchschlagen. Ich freue mich. Aber die Ladezeit ist schon geil, ne? Die Ladezeit ist schon was Feines. Kann man nicht anders sagen. Oh Gott, Yamato kommt da ja auch. Ach du Scheiße. Hey Yamato. Boom, weg. Boom, ich weg. Hahaha, Alter. 37.000. Warte, Yamato. Wir haben nichts anderes erwartet. Aber hey, Schlieven ist raus. Endlich mal Nahkampf-Action. I like. Aua, aua, aua. Der andere Mann tat ganz schön weh. Platsch. 1500. Hey. So, schöne bei der Preußen, gucke ich den Winkel mal an, wenn wir jetzt hier nach hinten ballern. Und das ist auch das große Highlight. Laut YouTube-Kommentaren kann das hier Kuhfürst nicht so krass. Da dran erfreuen wir uns jetzt. Total geil. Kill. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Zieht das auf die Schiefen ist zwar leicht, aber man braucht trotzdem viel Glück dabei. Ach, Glück. Ich brauche bloß Skill. Nein, natürlich. Erstmal muss das Schiff treffen. Dann muss er auch noch die Bereiche treffen, damit die Ziele überhaupt irgendwie treffen kann. Völlig OP. Ja, absolut OP. Ja, richtig heftig. 1500 auf ihn sind auch beeindruckend. Richtig beeindruckend. Der dachte sich gleich, Alter, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Und? Wer ist tot? Er. Siehste. Du fährst wieder vorwärts. Du fährst wieder vorwärts. Fährst sowas von vorwärts. Next kill Sevastopol. Aha, 4-3, wieder 2 Treffer. Hm. Cool. Jetzt mit Mühe und Not die 100k erreicht. Eieiei. Gut, war bloß eine zieht er mit Beine. Mäh, wird er nicht unsichtbar. Mit Mühe und Not. Aber ihr habt's gesehen. Hier war nicht mal dran zu denken, irgendwie nach vorne zu preschen. Nicht mal annähernd. In keinem Moment. So wie bei den Schliefen das da gemacht haben. Gut, die haben sich dadurch jetzt auch weggeschmissen. Aber diesen Luxus, was die haben, das habe ich gar nicht. Das werdet ihr mit eurer Preußen auch nicht haben. Und stirb! Bei 8. 35.000 gegen 1.500. Besser Konter. Ja, yeah, Mann. Ey, aber dafür haben wir die Schliefen weggeballert. Das waren schöne 25.000 oder so. Da wollen wir mal hier nicht vergessen. Da seht ihr übrigens gerade die lange Sevastopol-Heilung. Und ein Krado, der komplett daneben ballert. Ja, wobei. Deutschland! 1.500. Die Heilung geht doch hier über eine Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Boom, down. Doch jetzt was ganz Neues. Langzeitheilung. Na, der ist doch tot, wa? Und down. Cool. Weg da. Geh weg. Meins. Nummer offen. Plopp auf, plopp auf, plopp auf, plopp auf, plopp auf. Er ploppt auf. Und gib ihm. Nicht weit genug vorgehalten. Er hat jetzt übrigens 18 Sekunden nach, nachdem ich so runtergeballert bin. 18. Mit 457 mm. Sag mal, kannst du mal einlenken? Unser Sieg ist in Sicht. 18 Sekunden Ladezeit, das ist schon sexy. Und wenn davon muss immer ein, zwei Schuss reingehen, ist das halt auch nicht so die Krönung, ne? Sieht auch noch einer dieser Abschlachtrunden aus. Hm, ja. Auf der anderen Seite, bei A, was auch immer die da gemacht haben, da haben unsere alles abgeschlachtet. Bei uns sah es ehrlich gesagt so aus, als ob die uns hier ganz schön eine Zange haben. Naja, 1675. 45 meine ich. 2-4. Die drüben auf der anderen Seite haben mehr Spaß gehabt als wir. Wir wurden hier bloß runtergeballert. Naja. 108.000 mit Mionot. Aber so sieht's halt aus. So sieht's halt aus. Klar kannst du mal Glück haben. Die zeigt ein Kreuzer Breitseite oder Schlachtschiff oder Yamato voll Breitseite. Und dann drückst du dem da 70.000. Dann gehst du mit 250.000 aus der Runde. Und dann freust dich. Aber die Chance, dass das passiert, das verspreche ich euch, ist mit Monty, Yamato und allen anderen Schiffen deutlich höher. Außer Kuhfürst. Ja, vielleicht nicht. Das ist einfach die deutsche Genauigkeit. Kaktus, danke fürs Mitkommen. Hau rein. Jetzt mit dabei der Andi, der angeblich offline ist. Und der Deutschlandfahrer. Der ist da. Andi, komm online. Beschwöre dich. Und Andi ist da. Klappt immer. Lick. Preußen. Blocke die Heilung der Sevastopol 90 Sekunden. Wahnsinn, wa? 90 Sekunden. Shirin, vielen Dank für den Sub. 22 Monate. Noch immer schaue ich mir die Bekloppten an. Noch weiter so. Welche Bekloppten? Habt ihr gerade den Sound gehabt von den Sub-Alert?
habe das gar nicht gehört. Warum macht das keinen Ton? Wieso höre ich da nichts? So alles an? Nee, ist das die ganze Zeit schon? Ist ja komisch. Moment. Alertbox. Da. Eigenschaften. Cache der aktuellen Seite aktualisieren. Bla bla bla. So, hier nochmal. Oh, der Sound ist tot. Jurin, Dankeschön dafür. 200 Bits von Son Goku. Dekonteroga. Auch nochmal 100 Bits hinterher. Kackkarte 6 Monate. Joker 2 Monate. Und, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir vorhin sogar eine Donation. Die ich ganz vergessen. Oh, 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 oh. Wo haben wir sie denn? Da, Peacemakerle, vielen Dank für die 5 Kradokröten. Lobet die Pommes, preise die Currywurst. So und nicht anders. Dankeschön dafür. Hätte ich dich doch. Ist nicht euer Ehr. Oh, guck mal, alle drei. Sie kackt die wie. Ja, heult doch. Cool. Kur fürs Preußen schliefen die wie. Wir werden so aufs Maul kriegen. Das ist ja auch nicht oft. Mach mal Spotify aus. Nee. Kurios. War da immer so ein schöner Sound mit bei? Merkwürdig. Muss ich noch mehr darauf achten, dass ich das hier nicht übersehe, Mensch. Vorhin bei der Donation kam das Krom-Gebrülle. Aber warum nicht hier? Ist auch gleich die Delny. Nö, Delny fahre ich nicht. Das kann Nere gerne mal im Stream machen. Der Nere hat euch ein 1-Stunden-Special heute als Review auf YouTube rausgeklatscht. Könnt ihr euch angucken. Aber ich brauche mir der Danny. Das ist überhaupt nicht mein Spielstil. Einfach bloß blöd, die ganze Zeit im Kreis fahren und ballern und ballern und ballern. Das ist nicht meins. Das ist mir zu blöd. Das macht mir keinen Spaß persönlich. Da ist keine Herausforderung da. Du schießt auf 60 Kilometer und aufwärts am besten noch. Und der Gegner kann dich gar nicht treffen, bloß mit Mühe und Not und Aimbot vielleicht. Und du fährst und ballerst und ballerst und ballerst und ballerst. Das ist einfach nur langweilig. Captain Ender. Gab es einen Kapitänswunsch? Ja, hab ich was übersehen? Thea Kreuzer. Das ist doch mal was. Thea, Thea, Thea. Thea, Thea. Was, Azulane? Naja, zum Teufel war Thea Kreuzer. Thea, Thea. Da ist sie. HSF war das. Ah. Thea Kreuz am Start. Hoi. Viel Erfolg. Hey, letzte Runde auch geschrieben, wir haben gewonnen. Das klappt bestimmt diesmal auch. Das kribbelt hier an meinem Hals. So. Thea Kreuzer. Für Kinemord. Kinemord für dich. Thea Kreuz am Start. Und ich bin schon spotted. CV dabei. Passewald. Bläh. Luftratten. Überall Luftratten. Ich kann sie schon riechen. Nee, kann ich nicht, aber. Bin schon spotted, DD offen, Össer Jütland Lightning. Also ich bin für den DD offen. Huch. Für den Egier komme ich sogar ran. Egier, Egier, ich hätte so gern Bier. Und ich habe halt geladen wegen dem scheiß DD von der letzten Runde. Ah! Es wurden Fehler gemacht. Und das schreibt keiner. Hat nicht einer geschrieben. Leute, ihr müsst doch aufpassen, wenn ihr hier zuguckt. Ja, furchtbar. Jetzt habe ich AP geladen, jetzt wo ich auf DD schieße. Ey, ich freue mich. Kennt ihr das, wenn man immer das Falsche geladen hat? Immer. Jetzt achten wir mal auf die Secondary. Sehen wir gleich, warum ich da so viele Skillpunkte reingesetzt habe. Ach, kacke, er wird langsamer. Der nebelt. Ah, geht noch rein. Geht noch rein. Ein Treffer. Ja, ja. Und Lightning Down. Sehr schöner Start. Da haben wir eine Wooster. Du AP. Ah, lustig. Bisschen spät. Bisschen spät. Kann ja nichts werden hier mit meiner Einhornwertung. Nee, 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 nee. Hey, wo ist er? Da mal rum. Bleib mal offen, Wusser, und fahren wir noch ein Stück. Oh, der wird uns nicht mehr. Okay. So viel dazu. So viel dazu. 15.8, 15.9 und ich bin immer noch nicht unsichtbar, weil irgendwas mich immer noch aufmacht. Cool. Freu mich. War gelogen, freu mich überhaupt nicht. So eine Scheiße. Au. 8.300 von einem Monarch mit HI. Mit HI.
Das ist so ekelhaft mit den Deutschen. Ich bin Kufis so lange nicht mehr gefahren. Ich habe ganz vergessen, was der für ein... Was der da für einen beschissenen Rumpf und überhaupt Aufbau und alles hat. Problem sind die riesigen Aufbauten, die wir hier haben. Das ist einfach eine riesige Damage-Pinata. Mehr ist das nicht. Uff, 9-9. Ich freue mich. Wieder zwei Treffer. Achtet mal drauf. Fast bei jeder... Oh, Insel. Fast bei jeder Eulensalve sind immer exakt zwei Treffer. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Das passiert, wenn man quatscht. Nimmt man diese Inselwarnung nämlich überhaupt nicht wahr. Kann mal einer... Komm mal her. Bewusster, du machst jetzt mal einen Abgang. Möchtest du mal eine Zita kurz auf die Wusser machen? Dann schießen wir mal hier weiter. Qual der Wahl. Da so hin. Drei Treffer. Yay! Aber 9000 oder so. Häusen halb. Hupen. Warte, ich hupe. Verdammt! Wenn der Wurstfinger M gleich mitdrückt. Ja, Mann! Endlich sind die nicht so dicke unterwegs. Mal alles noch verknusen. Das kann man hier alles noch verknusen. Die ganzen Dicken sind drüben. Vermont, Monty, Parsewald in der Mitte bleibt einfach stehen. Das sind mir immer die Liebsten. Bis dieses Schiff, wenn ihr mit diesem Schiff hier einmal einen Fehler macht, so wie ich jetzt gerade Insel ranfahrt, bis ihr euch hier mal wegbewegt, es vergehen wirklich Äonen, das geht überhaupt nicht. Es ist einfach gigantisch, dieses Schiff. So, jetzt heilen, 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 komm. Heilung! Heilung! So, Wusser stirbt er gerade hinten. Hat er schöne HE-Damage gemacht, die jetzt komplett wieder hochheilen kann. Hast du schön gemacht, Wusser. Hast du ganz toll gemacht. Oh, guck mal, fährt sogar raus. Probieren wir doch nochmal. Fahren wir jetzt ganz gemütlich runter und ballern alles zusammen. Und Wusser ist... tot. Zieht der Delle 1500. I like. Die Preußen ist größer, schwerer, toller, besser. Ja, ja. Es kommt nur auf die Größe an. Der Preußen ist kein funktionierender Autopilot verbaut. Die Inseln sind noch immer im Weg. Die müssen wir eigentlich wegdrücken bei der Größe, die wir hier haben. Einfach wegpressen. Hm. Ist mir gestern erst wieder aufgefallen, wo ich da allein gespielt habe, bloß so vor mich hingelabert habe. Ich habe nicht eine Insel mitgenommen. Dadurch, dass ich hier aber ganz halt mit euch halt nebenbei immer noch interagiere, ist es doch wirklich... Ich höre das gar nicht. Wenn ich selber... Oh, schön. Wenn ich hier quatsche, ich höre mich selber oder ich nehme mich selber so dermaßen laut wahr, ich höre dieses... Alarm, Alarm. Ich krieg das überhaupt nicht mit. Krieg das überhaupt nicht mit. Ich meine, wäre ich jetzt im Streamer, der so, hey, ja. Und jetzt gucken wir doch mal, was wir da hinten noch machen können. Und da machen wir jetzt mal eine kleine Zita auf die Albe mal. Nö, aber 4000, sehr gut. Das ist mir auch klar, dass die Leute das ja mitbekommen. Dann ist mir das auch klar. Achtung, Insel rechts. Wo? Wo? Ach, da. Boah, danke für den Tipp. Übersetzt heißt es, ihr seid schuld. Immer die anderen. Immer die anderen. Es ist so traurig, dass ich diese Bismarck da nicht mehr beschießen kann. Der heißt schon Kevin, weißt du, ich kann ihn nicht beschießen. Hier sehen wir gerade übrigens wunderbar, was die Wooster diese Runde jetzt gerissen hat. Exakt gar nichts. Und gleich wieder auf 100% ganzen HI-Damage wieder wegheilen können. Jetzt brenne ich schon wieder. Nie passiert. Du hast 447 mm, schießt die Inseln im Weg, sind einfach weg. Oh, das hätte auch was. Ich kann mich noch gut dran... Warum ist die Runde zu Ende? 71.000! Schöne Achter verkloppt. 1.600 der erste, 1.200 der zweite. Geile Runde. Hammer. Und so sah das gestern aus, wo ich versucht habe, ein Review-Video zu machen zu diesem Schiff. Und andauernd, entweder haben wir so gewonnen, die Gegner haben uns abgeschlachtet, die ganze Zeit, immer im Wechsel. Es war so anstrengend, ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Liebsten hätte ich da einfach alte Vieh gemacht, meinen Computer angezündet und raufgepisst. Holla, ich biete mich an und meinen Kurfürst gerne als Unterstützung für eine Runde. Gerne doch. Danke fürs Mitnehmen. Immer wieder gern, Deutschlandfahrer, immer wieder gern. Und Andi, auch dir vielen Dank fürs Mitkommen. Wenn die Runde total langweilig war. Aber was willst du machen?
So, André, Smolensk-Time. Und Ricky. Ricky nimmt heute das beste Schiff überhaupt. Passt mal auf. Mittlerweile habe ich seit heute die Z52 erreicht. Dark Alloyne. Und wie gefällt sie dir? Also mein Anfang, mein Spielspaß war ja doch sehr, sehr niedrig bei der Z52. Ich hatte das Problem, dass ich halt schon Daring und Co. kannte. Da ist es schwierig, mit der Z überhaupt noch Fuß zu fassen. Bei der Preußen ist es wie bei der Feuerwehr. Sie hat die dicksten Schläuche und die größten Hupen. Oh yeah. Aber wenn die Feuerwehr so mit ihrem Wasserstrahl treffen würde wie die Preußen und Kurfürst, hätten wir ein ernstes Problem. Dann hätten wir ein ernstes Problem. Ich dachte, Abschlachtrunden gibt es nicht. Gibt es auch nicht. Laut Wargaming gibt es sie nicht. Früher war das genau so. Da sind wir auch in Runden rausgegangen mit 1200 Grund-EP, haben nicht ein Schiff verloren. Andauernd, jeden Abend im Stream. Ist uns bloß nicht aufgefallen, sonst hätten wir ja gemeckert. Und da wir nicht gemeckert haben. Und klick. Und los geht's. Ich wollte genau wie du noch auf die Monarch schießen, aber dann war die Runde vorbei. Der stand da sogar schon. Schön so Breitseite. Im Endeffekt habe ich gerade vier, fünf Mal auf ein paar Achter geschossen und habe die weggezittert. Wobei die Wooster, boah, fett ein Zehner platt gemacht. Wir haben nicht ein Zehner Schlachtschiff gesehen, was auch immer die da drüben gemacht haben. Der Witz ist, bald ihr Schiff hat bloß noch Tops dabei. Das ist richtig. Und immer die Schiffe, die für den Nahkampf gedacht sind und keine Tops haben, kriegen immer mehr Probleme. Ich meine, die Kremlin, die kann das alles ein bisschen verknusen. Da geht's immer noch. Aber die Preußen und auch der Kurfürst, die verknusen das nicht mehr so einfach. Und wenn deine Schliefen ankommt, dann muss ich umdrehen die Breitseite sein und wegfahren. Was soll ich sonst machen? Könntest du auch die Delny fahren? Nee, lass mal. Hat Spaß gemacht in der ersten Runde. Push eine Vampire 2 in meine Hydro und dreht mir sogar breit. Der war schnell weg. Geil. So muss das sein. Ich bin gerade schuld, dass ich gerade mein C geschossen habe. Ja, gleich ins Forum. Mein großer C tut weh wegen Krado. Gleich ins Forum. Super Schiffe. Oh, oh. Hoffen wir mal. Oh Gott, Satsuma. Jetzt Hardcore-Modus online. Mal gucken, was das hier wird. Mal gucken, was das hier wird. Wir haben einen Schlachter 2 da. Müssen uns eher um A kümmern. Ja, du raidet nie. Nee, überhaupt nicht. Nie. Überhaupt nicht. Der gestern, den wir geredet haben, der hat sich übelst gefreut. Der hat sich richtig gefreut. Das war richtig lustig anzusehen. Der war total nervös, war er gleich. Der hat sich total gefreut. Ehrlich, haben wir genau die richtigen getroffen. Ich finde das gerade so schön, immer die kleinen Streamer zu raiden. Die wirklich immer so ein, zwei, drei Zuschauer bloß haben. Weil die zeigen diese wahre Freude auch noch. Wenn mich jetzt hier World of Warships der Kanal raidet mit 3000 Leuten, denn, boah, hey Leute, willkommen hier, ne? Da ist nicht mehr so von wegen, boah, mein Gott! Das ist denn, ob da nur 1500 steht, 3000 oder 5000, macht denn keinen großen Unterschied mehr. Aber bei den Leuten, das siehst du denen an. Das ist wie so ein, du siehst richtig so das Glühen, das Funkeln in ihren Augen. Und ihr Puls hier auf 180 geht, weil sie total nervös werden. Immer wieder lustig. Aber wir reden nicht hier bei Team Krado. Wir leben in unserer eigenen Bubble, ne? Warum? Da sind Leute, die wissen Bescheid. Das denke ich lieber rein in die Satsu und die Fische von unten beobachten lassen. Ja, genau. Weißt du, wie weit ich fahren muss, um diese Satsu mal überhaupt beschießen zu können? Weil der sehr wahrscheinlich gleich hier unten... Ja, Moment, da bin ich vor. Muss ich mal ein bisschen zur Seite schieben. Jetzt seht ihr ein bisschen mehr von der Karte. Der wird gleich hier unten... Moment, ist er schon zu sehen? Nee. Der wird gleich... Hier muss ich gucken. Hier unten irgendwo stehen, mich beballern. Ich müsste bis hier so ungefähr fahren, um da überhaupt zurückzuschießen zu können. So viel dazu. Bitte, Yamagiri, stirb nicht instant. Du hast keinerlei Hilfe da. Was pushst du denn da rein wie so ein Beknackter? Oh, oh. Oh, 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 oh. Hey, Yamato. Du, 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 du. Wenn es dazu mal voll ausgebaut ist mit Fan-Superkapitän drauf, ist das Runde gelaufen. Ausbauen, ja, Superkapitän ist scheißegal. Kapitäne machen bloß einen minimalen Unterschied. Und Kapitän sorgt nicht dafür, dass dein Team gewinnt oder nicht. Aber ein Schiff ausbauen kann schon einen großen Unterschied machen. Gerade Nachladezeitmodul, T9-Modul ist Pflicht. Das muss eingebaut sein. Komme ich da durch diese Lücke durch? Irgendwie ist das gerade ein bisschen unangenehm, was ich hier gerade auf mich zukommen sehe. Den einen nehme ich voll mit. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ich dachte, ich komme genau durch die Lücke. Oh, boing. Au.
Hätte er klappen können. Hätte er klappen können. Wollte eigentlich bei dem Top und dem genauso zwischendurch fahren, aber nee. Nicht mit der Preußen. Das ist übrigens die Satsuma. Genau da, wo ich gesagt habe. M-Board. Nicht M-Board. Wallhack. Wallhack gerade wieder am Start. Gibt es einen Unterschied zum Kurfürsten? Die Türme. Die Türme. Ein etwas besserer Schusswinkel. Und das war's auch. Gleichen Probleme, die der Kurfürst auch schon hat, haben wir hier. Nach der Zeit ein bisschen geiler, Kaliber größer, dafür halt aber auch weniger Schuss, ne? Und keine Drillingstürme mehr, wir haben bloß noch die Zwillingstürme. Und das ist ein Problem. Was heißt Problem? Dafür haben wir das höhere Kaliber. Es funktioniert, es ist ein funktionierendes Schiff. Aber es ist halt nicht das Wunder, was alle erhofft haben. Ich weiß genau, dass ihr da draußen jetzt alle dachtet, boah, geil, wenn die Preußen kommt, ich habe ein neues Lieblingsschiff, aber das ist leider nicht der Fall. Das ist leider nicht. Ihr seid immer noch mit der Monty immer noch besser dran. Ihr seid immer noch mit der Kremlin besser dran. Ihr seid mit der Yamato besser dran. Und das Satsuma seid ihr erst recht besser dran. Bist du vorwärts oder rückwärts? Ich erkenne gerade überhaupt nicht. Ist überhaupt? Keine Ahnung. Feuer! Das Wunder kommt dann mit der Meckes. Na, das glaube ich auch nicht. Wunder werden wir mit der Mecklenburg auch nicht kriegen. Und hier schon wieder ein Non-Top. Die Mecklenburg wird eher so ein lustiges Fun-Schiff, glaube ich. Kohoni! Feuer! Kommt hier alles so einzeln, so breit gefächert an. Warum macht er das? Wahnsinn. Denken wir 11 Treffer, Alter, ein Traum, wie ich es überhaupt vertrifft hier. Ich mach kein Damage. Und er ist weg. Schön. So, Yamagiri, stirb. Stirb, stirb, stirb. Der denkt voll weg, treffen wir eh nicht mehr. Satsuma zeigt Breitseite. Satsuma zeigt Breitseite. Oh. Time to shine, meine Freunde. Time to shine. Pass mal auf. Satsuma Zitadelle. Gleich irgendwann bestimmt. Fahr hier mal gar nicht runter jetzt zu A. Scheiß drauf. Wir hauen hier einfach ab. Denn drüben bei C sieht es gerade so aus, als ob die gleich Probleme kriegen. Haben wir das Schiff überhaupt getroffen? Wir haben das Schiff nicht mehr getroffen, ne? Cool. Doch immer das jetzt daneben gehen konnte. Es ist die deutsche Genauigkeit. Das ist das Problem. Ich hätte hier gerne jetzt einen Sigma-Wert gesehen von 1,9 oder sogar 2,0, dass wir endlich mal was hier bekommen, womit du auch auf Midrange, Longrange ein bisschen ballern kannst. Weil genau das brauchen wir. Wir haben keine Torpedos. Die Sekundäre ist zwar nett, aber mehr ist er auch nicht. Wir haben die 15 Treffer jetzt hier gerade auf die Mino. Eil! Wie geht die Sigma mindestens auf 2 erhöhen müssen? Ja, sehe ich auch so. Eine treffende Kanone bei den Deutschen, gerade bei so einer Erkündigung von denen. Das wäre die Chance jetzt gewesen. Vom ungenauen Friedrich hin zu Preußen und auf einmal hast du ein Schiff, was ähnlich genau ballert wie eine Monty und Co. Bam! Zack, haben wir endlich mal einen Konkurrent hier auf T10. Und nicht ein weiteres Schiff, was man eigentlich nie spielt. Ich trotzdem kaufe, weil Deutschland! Aber sonst gibt es keinen wirklichen Grund. Fährst du geradeaus weiter? Machst du nicht. Wie fährst du, Yamagiri? Du verwirrst mich total. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hinhalten soll. Wir schießen einfach. Oh, die eine Murmel und! So ein Stück neben dem Schiff eingeschlagen. Cool. Total cool. Aber keine Abschlachtrunde bisher, wa? 7 Minuten, gerade mal 4 tot. Hm, punktetechnisch fehlen wir zwar, aber die Schliefen holt gerade den Captor. Könnte das hier eine spannende Runde werden? Jetzt wird der unsichtbar. Hm. Latsch, zurückgesetzt. Oh yeah, 15.000 auf die Schliefen. I like. Fast getroffen. Ja, das ist leider zu oft hier. Fast. Das ist bei der Monty, der wäre jetzt 3 Schuss reingegangen wahrscheinlich. Und hätte sie noch gedacht, ja, easy immer zu treffen. Voll easy, einfach. Und hier, oh Gott, bitte treffe ich wenigstens mit einer Mummel. Bitte, bitte. Das würde mir schon reichen. Nee, da ist er wieder. Nee, Moment, den Kurfürst. Bin ich gerade noch nicht Schliefen? Da ist die Schliefen. Schliefen treffe nicht mehr, also auf den Kurfürsten. Und gib ihm. Bom, 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 bom. Mal Hydro sicherheitshalber an, nicht, dass er hier doch rumgeguckt hat und getorbt hat. Dann sehe ich die Torps nämlich nur ankommen, bevor sie mich treffen. Bam, 11.000.
3 Treffer, 11.000. So eine Sachen funktionieren jetzt hier halt wunderbar. Das funktioniert. Da müsst ihr nicht hier genau mittig da irgendwie treffen, um Damage zu drücken. Das funktioniert auch so. Schaden ist da. Aber alles über 17, 18 Kilometer ist ein Krampf zu schießen. Eigentlich so unsere Reichweite hier ist 12 bis 15, 11 bis 15. So wäre es eigentlich optimal. Dann kann die Secondary ab und an mal arbeiten und. Also dich kannst du ja gar nicht mehr ran. Und die Schliefen und Co. an der 13,5 Kilometer Reichweite. Was willst du da noch groß machen? Oder warum willst du da noch groß vorfahren? Oh, guck mal, die Summers. Was sagen, die hat mich doch bestimmt getaubt. Secondary! 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 Der Stahlhoden! Nicht mit mir, Freundchen. Nicht mit mir. Und unser Desmos da. Stehen wir jetzt alle an der Satsuma da noch. Warum auch immer sie da hinterher fahren. Oh Gott, die Mastos ja auch hier. Wird das jetzt nicht mehr so lustig? Das ist überhaupt nicht mehr lustig. Wir rennen an zwei Stellen. Die Heilung war ein bisschen überschnell gedrückt. Das war Blödsinn. Gib ich zu. Was soll ich machen? Gut, wir müssen hier doch wieder Abstand gewinnen. Jetzt beide, die hier drin hocken, damit habe ich nicht gerechnet. Klatsch, 14.8. I like. Alter, was die machst du raus? Guck dir das mal an. Dieser Schwall an HE-Granaten. Das ist so krank. Bom, 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 bom. Einfach nur krank. So, nun kommen wir nichts mehr an. Cool. Pling, plong. Du und ich. Abenteuerland. Pling, plong. Na, Stalingrad, willst du auch mal schießen? Komm. Wir warten nur auf dich. Trau dich. Trau dich. Gut, dann nicht. Das ist anders vom Kurfürsten hier wohl, laut YouTube-Kommentaren. Wir können weiter nach hinten drehen mit den Türmen. Wir haben besseren Schusswinkel nach hinten, nach vorne aber nicht. Die trifft bloß tatsächlich den Winkel nach hinten. Und, 15.8. Schön. Ich finde es schade. Potenzial weggeworfen von Wargaming. Hier hätten sie jetzt endlich mal wirklich Eier zeigen können. Und hätten hier wirklich mal den Deutschen, der deutschen Nation mal so ein richtig... Na gut, ich meine, wir haben erst die Schliefen bekommen. Ne? Das ist schon so ein richtig geiles Schlachtschiff. Bam, 17.000. Vielleicht wollten sie jetzt auch nicht übertreiben, dass beide richtig krass wären. Aber wenn ich die Wahl habe jetzt zwischen Preußen und Schliefen, spiele ich natürlich die Schliefen. Weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe. Hoch. Warum kommt hier keine Schiffswarnung? Und endlich unsichtbar. Und ich hänge jetzt wahrscheinlich in der Satsuma komplett fest. Goll. Satsuma? Wo zum Teufel kommst du her? Ist hier nicht der Start? Fragen über Fragen. Mal T drücken. So, wir müssen erstmal runter mit der Geschwindigkeit. Wir sind jetzt bei 4,6, 4,5. Ein Traum. Ja, ich komme nicht weiter runter mit der Geschwindigkeit, weil er mich jetzt mitzieht. Okay, okay. Wir lenken mal in die andere Richtung. Das hilft jetzt ganz bestimmt. Wir haben den Bug jetzt wieder mit diesem Festhängen. Ich liebe es. Ich beschleunige sogar gerade. 4,8 auf 4,9 hoch. Ein Träumchen. Ach, scheiße auf Vollgas. Ich schieb den jetzt einfach weg, wie gut ist. Hey, Schliefen. Das ist jetzt ein Problem. Bam! Kommst dazu mal, schieß doch! Guckt er denn hin? Hä? Wieso guckt er denn nach da hinten? Okay. Der trollt mich doch. Hängen wir immer noch fest? Wir hängen immer noch fest. Nicht wundern, Leute, das ist ein bekannter Bug. Manchmal bleibt man so dermaßen ineinander verkeilt, dass man wirklich ewig lange hier so rumeiert. Das tut für mich jetzt sehr schlecht. Der lenkt immer noch nicht ein. Jetzt fahren wir beide hier Kerzen gerade gegen die Insel. Jetzt lenkt er endlich ein. Meine Fresse. Besser zu mal. Schieb ihn in die Torps. Nee, wenn er wäre, wäre ich jetzt hier in die Torps geschubst worden. Leider auf der falschen Seite. Leider auf der falschen Seite. Nicht, dass ich sowas machen würde. Never ever. Niemals würde ich sowas machen. Es gibt auch gar keine Clips, wo ich sowas jemals gemacht habe. Okay, so. Scheiß drauf. Bleib jetzt erstmal kurz hinter. Danke, Satsuma. War toll. War cool. Au.
Large als daneben. Oh nee, 1500. 1500. Diese Runde macht die Preuße einen guten bis sehr guten Eindruck. Das stimmt, aber auch nur, weil so gut wie alles Breitseite gefahren ist. Der Kurfürst vorhin, die stand die ganze Zeit der Breitseite. Mit die Summers auf uns Sack. Wir verfehlen ihn. Oh. Oh, Secondary wird abgefackelt. Erstmal ein Birnbier. Arr. Summers, Summers. Feuer! Treff nicht. Ich treff nicht. Hallöchen, Tina. Sieht wie eine Paarung aus. Ja, ne? Das Baby aus Preußen und Zuzuma wird Hannover. Ich treff gar nichts. Bin scheiß T11-Schiff. 41 Treffer, 140k Damage. Nett, nett. Das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben nahezu fast bloß auf Schiffe geschossen, die irgendwie Breitseite standen. Und bedenkt bitte auch, wir haben die ganze Zeit einen Kurfürsten gerade beschossen. Mein Damage selber habe ich gerade durch den Kurfürsten geholt und das ist nur auch kein Wunder. Wäre das ein Monty gewesen, wäre es ein Kremlin gewesen, hätten wir nicht mal annähernd so eine Damage-Schwerte. Das ist leider so. Gibt schon ein Datum, wann die Preußen kommen. Sorry, habe eben das eingeschaltet. Am Donnerstag. Am Donnerstag, da kannst du mit dem Friedrich dann freispielen. Immer diese Abschlachtung. Dritte Runde Folge, pure Abschlachtung. Wie viel haben verloren? 2, 3 Schiffe. Wahnsinn, 2 Schiffe. Was ist das bloß, ey? Was ist das bloß, 1600, immerhin. 174k ohne Probleme. Nice, André, so muss das sein. Ich habe unser Satsuma beschützt, damit er nicht in den Tod rascht. Hab mich da geopfert. Oh, 2. Dublon bekommen. Goal. Donnerstag, ganz genau. Der Kurfürst selber wird zum Spezialschiff. Wichtig für euch nochmal die Information. Viele haben es immer noch nicht mitbekommen, obwohl sie es jetzt schon 1000 Mal irgendwo geschrieben oder erwähnt haben. Ihr müsst den Kurfürst nur erforscht haben. Oder, wenn ihr zurückgesetzt habt durchs Forschungsbüro, dann reicht es auch, wenn ihr den mal erforscht hattet. Ihr müsst ihn nicht neu erforschen. Verschwendet jetzt nicht FreakSP. Es reicht, wenn ihr ihn erforscht habt. Ihr braucht ihn nicht kaufen. Wenn ihr ihn jetzt kauft, macht ihr sogar miese. Lasst ihn einfach unerforscht. Und dann habt ihr am Donnerstag den Kurfürsten im Hafen. Wahrscheinlich noch einen Hafenstellplatz dazu. Und die Preußen selber könnt ihr mit Friedrich dann erspielen. Das ist auch alles. So, Ricky, danke fürs Mitkommen. André, auch dir vielen Dank. Danke fürs Mitnehmen, auch wenn das eine merkwürdige Runde war. Du kannst es Standardrunde nennen. Ja, ist leider wahr. So, Lugabi, komm mal mit. Hey, Walker. Komm mal mit ballern. Was eine Frage, immer doch. Lick. Wieso miese gibt doch Silbersatz, auch wenn man ihn hat. Das ist richtig, aber bloß 9 oder 10 Millionen, als ob du ihn verkaufen würdest. Kaufst ihn dir selber, kostet er ja 17 Millionen mit klaren Bonus 20 Millionen, so. Daher machst du insgesamt ein bisschen miese. Ungekauft, oder? Nicht unerforscht. Was? Er muss erforscht sein. Oder er war mal erforscht. Sprich, wenn ihr zurückgesetzt habt, wieder bei 0 angefangen habt bei dem Zweig, dann reicht es auch schon. Braucht ihr ihn nicht neu erforschen. Wie viel Schaden hast du eigentlich auf den Kurfürst gemacht? Wollen wir gucken? Können wir gerne mal nachschauen? Ausführlicher Bericht. 74.000. Das ist ja das, was ich meinte. Schliefen halt auch recht weich. Die beiden Schiffe zusammen waren halt gute Ziele für mich, um Damage zu farmen. Ne? Alles andere. So lala. So, weiter geht's. Los geht's. Den Friedrich überspringe ich mit FreakSP. Muss ich auch wieder bei den Kurfürsten, musste ich jetzt erforschen und wieder einen Hafen stellen für das Review. Da habe ich nämlich beide direkt verglichen und es hat mich unglaublich genervt, dass ich den nicht im Hafen hatte. Kannst du dich schon Horst empfehlen? Ja, schönes Schiffchen. Wenn auch sehr speziell. Ich habe eine Frage, die mich interessiert, also seitdem Preußen ankündigt wurde. Preußen oder Ohio, wer ist besser? Eindeutig die Ohio. Die Preußen sieht da keinen Stich, wirklich gar keinen. Und ich weiß, viele Deutschlandverfechter und die Deutschen haben die geilsten Schiffe und damals war es ja auch so. Leute da draußen sehen das komplett anders. Ist schön für euch, die Ohio ist aber in allen Belangen besser. Wirklich in allen. Wir haben Drop gekriegt, wuhu! So, Doppel Ohio, da haben wir es auch schon. Das kann ja lustig werden. Dennoch auf der Karte hier. Mag die Karte überhaupt nicht. Ich mag die gar nicht.
Weil es ja unterschiedlich ist. Kommt mal drauf an, was ich hier spiele, aber mit der Preußen jetzt hier. Wie war das unter einem Facebook-Video zu Preußen? Das war so geil. Ich habe das in der Facebook-Gruppe gepostet und da hat einer untergeschrieben, ich als Team Krado, stand ganz groß, Team Krado hat gepostet, hat einer untergeschrieben, ey, da hättest du mal einen anderen YouTuber raussuchen sollen. Diesen Krado mag ich gar nicht. Oder von seiner Meinung halte ich nicht viel oder irgendwie sowas. Dann dachte ich mir jetzt, Alter, der hat nicht mal mitbekommen, dass ich das selbst gepostet habe. Aber kritisiert mich unter dem Video oder unter dem Post besser gesagt. Hat meinen Sonntag sehr... War sehr lustig, hat mich sehr amüsiert. Ich habe erst überlegt, ob der das irgendwie sarkastisch, ironisch meint, aber... Nee, ich glaube nicht. War lustig. Ah. Nee, wie gesagt, verpasst das jetzt nicht. Für den Kurfürsten und auch die Schabarovs, die dürfen wir nicht vergessen. Die sollen ja Kohleschiffe werden. Und dann müsst ihr da an die 300.000 Kohle für rausballern. Dann ballert lieber jetzt ein bisschen Freaks-P raus, wenn ihr gerade bei der Bismarck oder Gneisenau Co. seid. Holt euch den Kuhfürst, also nicht holt euch, kauft ihn nicht, aber erforscht ihn noch. Und dann habt ihr da ein 10er Spezialschiff einfach mal so stehen. Ist doch cool. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Auf Sevastopol warten, die Ohio holen oder doch die Druid? Ja, Muffin. Warte, bis die Sevastopol da ist und dann frag mich die, kannst du mich das nochmal fragen. Vielleicht bist du dann selber auch schon schlauer. So Blödsinn, jetzt ein Test-NDA-Schiff, wo sich alles nochmal ändern kann, da jetzt irgendwie mit einfließen zu lassen. Und wenn ich zwischen Ohio und Druid entscheiden müsste, ist es natürlich die... Oh, Alter. Die doofe Giering. Ich prophezeie Abschlachtrunde diesmal bloß, dass wir krepieren, elendig. Ah, oh, Giering, Alter, T10-Matchup und kein Signal drauf. Also so Mindestmaß in den Runden, also... Pff. Man kann die Scheißsignale doch jetzt schon kaufen, dafür Credits oder Kohle. Ja, mal geht. Da auch eine Deto! Auf ein Superschiff! Oh ja. Oh Gott, ist das lustig. Alles klar. That's funny. Da frisst der auch eine Deto. In 2,5 Minuten sind 2 Schiffe jetzt hier an der Deto krepiert. 2 Zerstörer. Gruselig. Gruselig. Einfach gruselig. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu jetzt noch sagen soll. Das ist ja... Lass es einfach wirken. Das sagt alles über den Tag aus. Aber echt, ey. Also wenn alle Runden heute so aussehen. Das ist jetzt auf ein Superschiff. Giering, das war ja schon fail. Aber auf ein Superschiff. Da will ich doch super spielen, oder nicht? Da baue ich doch alles ruf, was ich hab. Geil, Superschiff. Hab die Marken zusammen. Ich kann es jetzt endlich mal spielen. Oh, rausbauen, so eine Scheiße. Kostet Geld. Rein da. Boah, schon. Was soll passieren? YOLO. Oh Mann, oh Mann. Deto-Signal braucht man noch nicht. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Hört bloß nicht auf den Krom. Hört bloß. Ich glaube, der Krom weiß das auch. Wahrscheinlich packt das so überall ruf. Der Krom ist so einer, wenn er einmal was gesagt hat, der bleibt einfach dabei. Alles andere, wer was anderes hat, scheiße. Den kriegst du ja nicht mehr weg von seiner Meinung. Aber insgeheim weiß er, glaube ich, auch, dass er da völlig Müll gelabert hat. Hallöchen, Republik. Mario, Matti. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Unser Team ist hier sehr passiv. Will hier nicht zu sehr vorpreschen. Nicht, dass sie hier doch noch irgendwas haben. Wobei, es ist immer so eine Idee. Die Masso ist da hinten. Weil die Gegner sind hier ein bisschen in der Überzahl. Der Mato fällt gleich vom Kartenrand. Wo ist hier mein Nahkampfschwein? Dave Walker, rein da mit dir. Ich bin bloß Supportschiff. Und ich brenne wieder. Yay, Brandschutzskill. Voll gelohnt. Das hat sich voll gelohnt. Machen wir eine kleine Ehrenrunde. Ich fahre hier mal rum. Au, 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 au. Hinburg getroffen, Hinburg getroffen. Yeah, bisschen Damage. Alter, hier ist ein HE ankommt. Es ist so ranzig. Habt ihr es gesehen? Ich habe hier gerade gebrannt, die komplette Stelle. Das HE, die HE-Granaten treffen exakt die Feuerstelle und machen trotzdem 6000 Schaden. Das dürfte überhaupt nicht möglich sein. Wenn das wenigstens so wäre, dass diese HI-Granaten da, wo es brennt, halt gar kein Damage mehr machen. Weil es ist doch völlig unlogisch. Der brennt zwar eh schon. Das ist so ein Bullshit immer. Feuer! Mag den Kapitän, der ist lustig. 20 Sekunden Nachladezeit angenehm? Ja. Kombiniert mit dem Kaliber natürlich ultra geil. Wenn jetzt die Salven, die bei rumkommen, nicht alle, wo es immer so aussehen würden. 1,5, 1,5, 1,5. Ich meine, das ist alles besser als die 1200
50, 1280 oder 1080, was wir beim Kuhfürsten immer hatten. Leute, was seht ihr beim Kuhfürsten immer bei fast jeder Salve? Was hatten wir da immer für einen Overpen-Wert? Ich glaube 1280, ne? Irgendwie so war das. Ja, komm, ich schieß nochmal. 20 Sekunden können wir wieder heilen. Oh Gott, die Colt B ist ja hier offen. Holle, was geht? 1180, das ist ja noch mickriger. Das ist ja noch mickriger. Wir müssen die HE-Buden hier mal ein bisschen wegrotzen. Weil so eine Colbert zu treffen auch immer so eine Sache ist. Da bin ich schon wieder HE geflogen. HE-Scheiße. Immer diese HE-Scheiße. Lenkt schon wieder weg. Mal gucken. Der Krado brennt und brennt und brennt und brennt und brennt. Andere haut ab, das ist gut. Ich will den nicht nochmal abfackeln. Muss eigentlich gleich unsichtbar werden. 17, 9. Achso, durch das Feuer noch. Ich kann sagen, what the fuck? Du wirst nicht mehr unsichtbar. Dass dieser Brand auch noch die Reichweite erhöht. Das ist alles für HE ausgelegt hier. Und endlich sind wir unsichtbar. Und wir sind wieder sichtbar. Okay, das macht Spaß. Dann drehen wir mal wieder um. Mein ganzes Team haut die ab. Warum hauen die alle ab? Warum? Habe ich was verpasst? Warum fährst du da rückwärts? Feuer! Wir hauen ab. Und ich brenne wieder. Ein, auf 4-9 gefressen. Au. AE rules. Was eine eklige Runde. Ich hab die nicht mal getroffen. Dahinter und rechts daneben getroffen. Und ich brenn. Und ich brenn. Au. Und ich brenn. Und ich brenn. Nee, brenn immer noch nicht. Und ich brenn. Und ich brenn. Und ich brenn. Genau der Moment, wo ich unsichtbar wurde, hat er mich abgefackelt. Dadurch wurde ich wieder sichtbar. Einfach nur ein Joke. Meint ihr die HI? Pass mal auf, die trifft noch. Er trifft mich jetzt auf volle Möhre und ich brenne wieder. Der Schutz ist gerade ausgelaufen. 0,1 Sekunden. Blob, trifft mich. Und ich brenne wieder. Geil, Deutschland. Ah, was eine armselige Runde. Ich weiß nicht, was die hier alle machen, warum die jetzt abhauen. Wir hätten die einfach durchbrettern können. Schade. Sehr schade. Brandschutz hilft ja gut. Ja, Brandschutz ist ein geiler Skill. Hilft richtig. Hilft richtig. Tarnung hätte mir jetzt hier tatsächlich mehr geholfen. Weil ich die ganze Zeit jetzt immer unsichtbar gewesen wäre. Durch den Brand, den ich hier trotzdem habe, trotz Brandschutz. Und ja, ich weiß, ich brenne, man brennt trotzdem natürlich durch Brandschutz. Hier geht der Tarnwert halt auch nochmal um 2 Kilometer hoch. Bei 18 Kilometer macht mir da hinten halt alles automatisch auf. Und das ist zum Kotzen. Ein Schlacht, ich kann 6-mal brennen und dann ist gut. Auch eine Idee, dass man irgendwann ausgebrannt ist oben. Dass man gar nicht mehr brennen kann. Dass mit HE dann bloß nur Alpha-Damage gemacht werden kann. Auch nicht schlecht. Ich meine, hier oben müsste ja jetzt alles schon völlig verbrannt sein. Hier dürfte überhaupt nichts mehr existieren. Ganz aufgebaut, das ist gar nicht mehr da. Wir müssen was wie bei den Wassereinbrüchen machen. Maximal 2 Brände. Den Damage nochmal halbieren von den 2 Bränden und gut ist. Es ist immer noch saunervig. Und vielleicht den Alpha-Damage bei manchen Schiffen noch hochsetzen, dass HE so insgesamt mehr als Trefferschaden macht. Und nicht, dass mich hier hinten irgendwie eine Granate trifft und ich fange da vorne an zu brennen. Das ist so ein Scheiß jedes Mal. Hindenburg, was geht? Hindenburg will abhauen. Dann gehen wir mal ein bisschen ärgern, wa? Mal ein bisschen ärgern. Im Endeffekt brenne ich gleich wieder lichterloh. Aber wir haben ihn getroffen. Large, steht hier, 1500. Hat sich gelohnt. Hat sich richtig gelohnt. Und HE kommt wieder geflogen und Krado brennt. Nein, ist hier los. Und Krado brennt. Nein, wieder nicht. Ich scheine doch bloß mich wirklich gerade als Ziel hier zu haben. Tandra AP auf 23 Kilometer kam da gerade geflogen. Alles klar. Alles klar, Herr Kommissar. Die Hindenburg trifft immer noch, obwohl ich schon ewig lange unsichtbar bin. Nee, ist klar. So einer bist du also. Wie gerade sagt, wo man brennt, dürfte es gar keinen Schaden mehr geben oder halt nur 500. Ja, bloß so eine kleine Hits. Es kann nicht sein, dass an einer brennenden Stelle er mich trifft und wieder 6000 noch reinkloppt.
Obwohl der Brand alleine schon 10.000 bis 15.000 macht. Das steht ihm überhaupt kein Verhältnis. Und dagegen meine geilen AP-Salven hier gerade. 1.500, 1.500, gar nichts. Weil das Scheißding hier nichts trifft, weil er Kartoffeln auf Augen hat. Oh, hat mich nicht abgefackelt. Oh, und jetzt? Und ich brenne. Oh, bei mir nicht. Brandschutz. Geil. Gerade jetzt auf einmal von AP anfängt zu brennen, wäre das auch nur passend. Das stimmt. AP müssen auch Wassereinbrüche machen. Alles dauerhaft hier. Vier Brände, Doppelwassereinbruch. Ich glaube, das Ding, das wird kein Mensch mehr World of Warships spielen. Da hätte man nicht mehr wirklich Bock drauf. Probier nochmal ihn zu ärgern. Bleiben sogar mal unsichtbar. Schade, dass unser Team so passiv hier war. Wir hätten da einfach durchfahren können. Jetzt hat der Daywalker das gleiche Problem. Ist er komplett gefokust. Wir haben uns alle im Stich gelassen, alle weggefahren. Daywalker, es tut mir leid. Ich habe auch kein Leben mehr. Wir haben uns völlig von zwei Hinbucks und einer Colbert jetzt alle runterfahren lassen. Bloß weil unsere abgedreht sind und weggefahren sind, statt anzugreifen. Super schade. Das hätte hier ein easy win können, werden können auf der Seite. Machst du nix, machst du nix. Hier haben wir Giri gleich tot. Smolensk wird da jetzt auch gleich zusammengeballert. Rauen, naja, wobei. Fehlt 1-3. Oh, die brennen nicht, was ist hier los? Garstige Bratkartoffel, komm her. Warum kann ich schießen? Den treffe nicht mehr. Der Matosalve. Ja, natürlich. 12-8. Das tut alles ganz schön weh. Und Yamagiri ist down. Naja, wie gesagt. Jetzt geht das große Sterben los. Und im Endeffekt war es jetzt doch bloß wieder eine Abschlachtrunde. Schade, schade, schade. Warum auch immer die Yamagiri da jetzt noch geblieben ist. Ich weiß es nicht. Bam, 11.000. Bam, Treffer, 1.500. Die Runde geht überhaupt nicht. Nur gebrannt. Von vorn bis hinten nur gebrannt. Und dort. Völlige Abschlachtung. Was ein Müllteam. Was ein Müll. Stand ich hier drin in A. Stand hier vorne schon neben der Insel. Wollte gerade durchpreschen. Guck nach rechts und 6, 7 Leute fahren hier von A weg. Statt wieder einfach rumfahren, die alle töten. Und im Endeffekt haben die 3, 4 HE-Ballerbuhne uns jetzt hier gekillt. Was ein Müll. Machst du nix. Stork, vielen Dank für den Sub, 23 Monate. Dave, danke für den Sub. Willkommen in der Crew. Shirin, 22 Monate. Noch immer schaue ich bei den Bekloppten. Was? Schau mir die Bekloppten an. Hatten wir vorhin schon, ne? Dankeschön dafür. Da Wolfs nochmal nacharbeiten. Was? Bleibt doch wohl eher bei dem Kurfürsten. Kurfürst hätte der Runde hier genauso wenig gerissen. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Wir kamen ja hier zu gar nichts, wirklich nichts. Wir haben die am Anfang so schön dominiert. Die Idee war tot, irgendwas anderes hat noch gekillt. Wir hätten bloß rumfahren müssen. Und alle denken sich, oh nee, oh Schaden bekommen. Oh nee, das mache ich nicht. Ich allein brauche da nicht in 3 HE-Schiffe reinfahren. Was eine Kackrunde, ey. Von vorn bis hinten müssen alle melden. Uns auch, komplett. Völlig weggeschmissen, unser Team. So, das hat ja Spaß gemacht. Hey Morgan, danke fürs Mitkommen. Nächstes Mal hoffentlich haben wir ein bisschen mehr Glück. Lo Gabi, auch dir vielen Dank. Haut rein. Josh Quad und Julian jetzt dabei. Ist Julian nicht online? Kann nicht mehr mit. Achso, steht hier auch. Er kann nicht mehr mit. Dann kommt halt Leutnant Hoos mit. Los geht's. Und ich habe heute extra langes Dribbeln. Braucht Qualitätscontent, bis der Super Bowl losgeht. Ja, bis ca. 22 Uhr. Wie immer. Wie immer, wie immer. Auch durch Super Bowl machen wir da keine Ausnahmen. Klick. Preußen, Preußen, Preußen. Weiter geht's, weiter geht's. Das war jetzt natürlich eine völlige Müllrunde. Die Treffer, die ich machen konnte, alle bloß immer 1.500, 1.500, 1.500. Da war nicht eine schöne Salve dabei. Die beiden Hinburg-Fahrer da, die oben, die haben uns völlig auseinandergenommen. Wahnsinn. Was, keine Signale? Alles drauf. Wieso keine Signale? Was tut da alles? Bei den Preußen müssen sie nochmal ran und überarbeiten. Werden sie nicht machen. Wir wollen halt, dass die Preußen gleichen Stand hat wie der Kurfürst.
Das ist einfach bloß so ein Durchschnittsschlachtschiff. Das ist eigentlich ein Nachteil. Ich meine, hier mit dem Kaliber kannst du doch mal böse überraschen, auf frontal ordentlich drücken. Das kann der Kofus halt nicht. Aber insgesamt sind es bloß Damage-Pinatas und das, diese Rolle nehmen sie halt ein. Ich meine, jetzt gerade ist es noch unten nicht so bekannt mit den Kurfürsten und mit der Preußen, dass die Preußen halt ähnlich viel Damage frisst. Aber lasst euch das mal rumsprechen. Der Sandra, der Conqueror, die Repo, die reiben sich schon die Hände, wenn sie sehen, dass du da im Kurfürsten oder Preußen ankommst. Und das ist das Problem. Signale sind halt klein im Vergleich zum Schiff. Das stimmt, winzig. Flaggen sind riesig. Mal gucken. Ich hätte gerne ein anderes T-10-Schiff bei den Franzosen, so eine französische Ohio. Ich hätte gerne hier gerade eine deutsche Ohio. Das wäre geil. Das wäre geil. Also ich träume noch von, irgendwann kriegen wir mal bei den Deutschen so eine Überarbeitung. Sigma-Wert um 0,2 hoch bei allen Schiffen und dann sieht das schon ganz anders alles aus. Weil dann mehr als zwei Murmeln auch mal treffen. Bei 8 Schuss, wenn da 4, 5, 6 mal reingehen würden, würde ich ja auch immer meine 10.000, 20.000 pro Salve machen. Aber so wie es gerade ist, bin ich ja froh, wenn da ein, zwei Murmeln treffen. Wie gesagt, ist meine Meinung. Wartet mal ab, den Donnerstag, holt euch gleich die Preußen und dann könnt ihr mir gerne denn im Stream oder danach dann sagen, dass es bei euch ganz anders läuft. Oder ihr werdet halt merken, okay, der Krado hat irgendwie doch recht gehabt. Ich möchte mal ein deutsches Stahlschiff. Wird bestimmt irgendein Zerstörer mal. Die Z-104. Ganz kreativ. Und bin ich schon offen, Alter. Ich bin noch nicht mal losgefahren. Ich hasse es. Ich hasse es. Siehst du die Flieger da hinten immer? Ich sehe nicht mal die animierten kleinen Flieger da oben rumeiern. Hier muss das Riesensymbol drüber. Aber Hauptsache, er erkennt mich hier hinten schon. Nee, ist klar. Ist klar, ist klar. So, Konki, beschieße uns. Wir können doch nicht mal ballern. Räumchen. Ich meine, dafür haben wir einen Reichweitenflieger, dafür ist er ja da. Und Krado brennt an drei Stellen. Krado brennt nicht, aber 10.000 gefressen. Au. Das tat weh. Das tat weh, das tat weh. So, viel weiter pushen wir gar nicht nach vorne. Yay, 6-4. Geil. AP rules. Dachte ich mir. Die Wuster fängt nämlich auch schon auf, uns zu ballern. Und ich brenne an zwei Stellen. Deutschland. Deutschland. Ich brenne an drei Stellen. Brandschutz, Alter. Ohne Brandschutz würde ich jetzt an vier Stellen brennen. Ist das nicht ein Traum, dieser Skill? Zwei Abpraller. Ach ja. Warum 15-9 Tarnung Bad Meister Skill? Korrekt. Es ist ohne nicht spielbar. Es ist so schon furchtbar. Ich weiß nicht, was bei den Deutschen so anders ist. Theoretisch dürfte es doch gar nicht anders sein. Aber es fühlt sich wirklich an, jede zweite HE-Mummel fackelt dich ab. Und ohne Brandschutz ist es jede, wirklich jede. Brandmeister ist auch Müll. Ja, ja. Ich würde auch lieber Tarnung mitnehmen, bin ich ehrlich. Aber ihr seht ja gerade schon, wie ich hier lichterloh brenne andauernd. Und wenn ich jetzt noch Brandschutz weglasse, ist es noch viel schlimmer. Das ist unspielbar denn. Es ist unspielbar. Im derzeitigen HE-Meter ist dieses Ding hier mit Brandschutz halbwegs überhaupt spielbar. Kann man leider nicht anders sagen. Hey, Konki. Das ist so groß, dass jeder HE-Mummel trifft. Ja, ja, ist super einfach zu treffen. Riesengroß, klobig, drehst du mal eindeutig. Und guck dir mal die Streuung an. Guck, da habt ihr das gerade gesehen? Einmal komplett um den gesamten Conqueror, links und rechts, alles daneben. Außer die eine Murmel, die durch Zufall gerade irgendwie noch getroffen hat. Dieser Mitleids-Hit. Nennt man das bei den Deutschen. Bei den anderen ist es Mitleids-Zitas. Bei uns ist es Mitleids-Treffer. Und hey, ich brenne wieder. Anstrengend. Anstrengend, anstrengend. Hey Sandra, uff! 1500, ein Treffer. Uns in die Tonne kloppen. Was? Die eine Murmel hat 11.000 Damage gerade bei mir gemacht. Es sah aus wie eine. What the fuck? 11.000? Hier hinten haben... Na gut, vielleicht waren es auch 2, 3 auf einer Stelle. Der hat hier hinten bloß getroffen. Alles andere ging daneben. 11.000. 7-9. Geil. Bam, bam, bam. Was ist die Fletcher weg? 18. Tops dürfen hier nicht ankommen. Alter Schwede.
Murmeln. Die eine Murmel hatte sich verflogen. Meinst du? Nicht durch die so viel? Oh, 9,5. Das sind Salben hier, ey. Ich meine, das ist natürlich Erzfeind für die Deutschen, ne? Conqueror Sandra. Das sind womit die schlimmsten Schiffe, die du haben kannst. Kann man nicht anders sagen. Das ist mit der Schlimmste, was kommen kann. Jutland. Oh, ausgewichen, ein Glück. Und ich brenne wieder. Alter, das ist so ein Witz. Alter, guck mal, wo ich hier stehe. Ich falle gleich vom Kartenrad. Ich bin trotzdem der Erste, der beschossen wird. Wollt ihr mich verarschen? Die sehen bloß deutsches Schiff. Ach komm, das Opfer machen wir fertig. Es ist ekelhaft. Nehmen wir nicht mit jetzt weiter den Brandscham. Es ist einfach ekelhaft. Fahren wir näher ran. Ha, elf Fossil, dafür jetzt habt ihr 7 Monate, aber das, war sehr witzig. Würde ich nicht hier hinten jetzt rumeiern. Ich mache gerade genau das, was das Schiff halt gar nicht kann. Nämlich snipen. Und das Problem ist, ich muss es machen. Weil man vorne sonst einfach dauertot ist. Deutsche Eiche brennt halt gut. Ja, ja, Holzschiff. Wir hatten kein Stahl. Küchenglocken waren aus. Mussten wir die Schulbänke nehmen von den Kindern. Dadurch ist dieses Schiff entstanden. Gibt es noch Leute, die meinen, dass du falsch positioniert hast. Deswegen brennst du halt. Ja, ja. Ich brenne nur, weil ich einen Quadrat nach vorne gefahren bin. Ich Sau. Im Endeffekt bin ich gerade 1,5 Quadrate nach vorne gefahren, habe nach links gelenkt, habe einmal jetzt komplett gedreht und wurde die ganze Zeit dabei mit HE klein geballert. Ich habe es nicht mal annähernd geschafft, überhaupt in die Nähe des Caps zu kommen. Und das ist schon sehr traurig, muss ich sagen. Aber nimm mal die Opferflagge vom Schiff. Moment. Ich habe drauf, Country-Flagge und Close-Beta-Flagge. Nix Opfer. Gut, manchmal schon. Manchmal schon. Hey, Conky. Das ist unsichtbar. Boah! Time to push! So, jetzt pass mal auf, Leute. Jetzt pushen wir hier rein. Jetzt pushe ich. Jetzt, das ist meins. Ich bin gleich offen. Warum kommt denn da jetzt eine verkackte Mainz angefahren? Oh. Und mein Push wurde verhindert. Ja, guck mal, die Wusters hier nehme ich auch schon dran. Vielleicht ganz gut, dass wir doch nochmal drehen. Er meint, sie dreht ein zu uns. Ist interessant. Traurig, meine Secondary konnte noch nicht einmal ballern. 2 Treffer. Woo! 4000. Schon mehr Damage als letzte Runde. Woo! Hätte ich schon Woo gesagt. Woo! Kann ich nochmal was aufgehen? Woo! Meint, sie hat geschossen. Meint, sie ist hinter. Hat die meint, sie gut gemacht. Oh, brenn ich? Was ist hier los? Was los? So, meint sie es jetzt genau dazwischen? Na, schieß doch mal. Macht er bestimmt. Ja, macht er auch. Macht er auch, macht er auch. Mutig. Und ich brenne. Nein. Und ich zitter. Nein, ich hab nicht mal getroffen. Yes, Deutschland. Deutschland, Deutschland, brennt gut. Und ich gehe wieder auf. Okay, das war nicht geplant. Ich dachte, ich kann jetzt hier entspannt mal ein bisschen zubleiben. Das war jetzt nicht geplant. Naja, Wusse fährt jetzt offen rum. Deutschland, Deutschland. Der Name kommt mir sehr bekannt vor. Und ich brenne wieder. Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Klatsch, 5000. Und ich brenne wieder. Was ein Müll. Was ein Müll. Mal gucken, vielleicht dreht er da irgendwie rein. Deutschland. Nationalstolz kickt richtig rein hier. Oh, nochmal schön, 9000 gedrückt. Immerhin. Was für ein Müllschiff. Das hat nichts mit dem Schiff an sich zu tun. Das hat nichts mit dem Schiff an sich zu tun. Das ist ganz normal HE-Meter. Unser Problem sind halt bloß unsere riesigen Aufbauten hier auch. Bei Kremlin und Co., da, die haben so riesige Türme, da knallt das alles auf die Türme und zerschellt immer, macht gar nichts. Und wir haben hier das Problem halt, es ist halt unglaublich einfach, uns abzufackeln. Das Problem hatte der Kuhfürst aber auch schon. Und gerade darum muss man ja so saumäßig vorsichtig spielen. Das, was du eigentlich nicht machen sollst.
Wargaming hat sich ja gedacht, ey, hier, Preußen, push rein, da hab Spaß an der Front. Yeah, Frontschwein, Frontschwein. In der Wirklichkeit bist ein Spanferkel, halt mit einem Apfelmund, was auf 60 Kilometer, bist du nicht mehr ran, die Sekunde ballert noch nicht mehr. Und da bist du schon runtergebrannt. Nahkampfschlachtschiff mit Reichweitenflieger, meint wir geht das ernst? Du kannst auch den Jäger mitnehmen. Ich hab den Flieger bloß mit für einen besseren Schusswinkel, bin ich ehrlich. Und, weil wir halt bloß 20,6 Kilometer Reichweite haben. Manchmal ist es nicht verkehrt, doch ein bisschen mehr zu haben. Bin kein Fan von dem Jäger. Mit den Zünde passiert sowieso nichts. Meins, 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 meins. Du, du, du. Schiff ist wieder Kurve, ist einfach nur ein Opfer. Jein. Ich finde, mit dem Schiff hier kann man doch mehr bestrafen. Haben wir von den anderen Runden auch gesehen. Wenn doch mal einer Breitseite und Code zeigt, kloppt das doch hier schon ganz anders rein. Aber insgesamt ja, im Vergleich zu Kremlin, Kufus etc., wie sie alle heißen, ist auch dieses Schiff hier bloß eine riesige Damage-Pinata. Und ich brenne wieder. Eine kleine Murmel hat getroffen. Ah, ich fange gleich an zu heulen. So, pass mal auf. Bestrafung. Bestrafung? Kommt hier auch noch was? Bestrafung? Bestrafung. Hallo? Ah, da war die Bestrafung. 9,5 von Yoshino. Alles klar. Bestrafung gefunden. Danke auch. Sehr nett. Danke. Kann ich mehr rappen. Ich muss jetzt löschen. Ah, da. Boom, Alter. 4,9. Ein Treffer. Ich freue mich. Ich freue mich. Sandere, Sandera. Habe ich jetzt wieder Brenner in diesem Problem. So, pass mal auf jetzt hier. 457 mm, pure Bestrafung. Sandra, butterweich. Genau mittig vom Schiff wird jetzt getroffen. Er schießt AP, es juckt mich nicht. Ich habe uns 10.000 bei mir gemacht. 1.500! Yes! Fuck yeah, es ist geil. Deutschland. Nationalstolz kickt rein. Da, bumm, Junge, nochmal. Nicht Durchschlag hinterher. Er hat mit 10k auf den Arsch gedrückt. Ich liebe mein Leben. Wen haben wir da denn? Hey, Harlem. Tschüss, Harlem. Putkill. So, ich hau ab jetzt hier. Ich hau ab jetzt hier. Das ist mir zu blöd. Ja! Harlem. Uff. Easy. Exakun schreibt, ich bin ziemlich weit hinten. Exakun ist tot. Besser als unter Wasser. Etwas sehr nervig, die Runde. Eieiei, was ein Krampf. So, jetzt fahren wir gemütlich hier wieder hoch. Ah. Beim Spielen tut das schon weh, deutsche Base zu fahren. Beim Zugucken ist es aber noch schlimmer. Glaube ich, glaube ich. Ich würde so gern die Secondary nutzen. Ich würde so gern hier reinbrettern. Ich würde so gern, ich würde so gern. Aber solange die Panzerung so bescheiden ist, ist es halt nicht möglich. Hinten auf dem Arsch 10.000, frontal 10.000. Es ist ja egal, was dich trifft. AE macht brachial viel Damage. Brauchen dich ja nicht mal abfackeln. Die durch diese riesen Aufbauten, da kommt ja jede Salve, die geflogen kommt, macht ja auch immer 5.000 bis 10.000. Es ist halt Wahnsinn. Die Preußen können doppelt so viel Leben haben. Es wäre immer nur anstrengend zu spielen. Schand kommt schneller als beim Kurfürsten. Das ist absolut richtig. Wir haben nämlich das schönere Kaliber halt und die sogar noch geringere Nachladezeit. Ich habe beim Kurfürsten immer die 406er gespielt. Das macht auch sehr viel Spaß. Da kannst du auch wunderbare Salven mit drücken, wenn einer mal Breitseite zeigt. Hier haben wir halt die Chance, frontal auf den Gegner auch Schaden zu machen. Und das ist angenehm. Das ist sehr angenehm. Kann mir mal erklären, warum ich bloß 1,6 Millionen weggetankt habe? Gefühlt bin ich der Einzige, der überhaupt beschossen wurde bisher hier in der Runde. Das ist gefühlt ganz schön wenig. Nur das mal vergleichen mit dem, was hier alles angeflogen kam vorhin. Hey Sandra. Und Kremlin down. Yay. Josh Quad, warum? Yeah. 12,9. Deutschland. Da wächst wieder eine Kartoffel im Garten. Alter. Deutschland. Hast du keinen Tops gefunden? Stimmt.
Ein anderer C hat die heute früh auf HE-Sniper gespielt. Ging viel besser als mit AP. Ich fange an, 457mm deutsches Schiff auf HE zu spielen. Ist klar. Gut, kann jeder machen, wie er möchte. Ich will jetzt hier niemanden irgendwie kritisieren. Aber bis ich das mache, das Ding hier auf Sniper-HE spiele, packe ich meinen Conqueror und Sandra aus und habe mit denen Spaß. Klatsch! 6-4. Traumhaft. Voll Breitseite, Sandra. Ey, ich liebe es. Nee. Mit so einem Scheiß fangen wir gar nicht an. Wir haben sehr guten HI-Durchschlag, keine Frage, aber die HI-Granaten an sich sind völliger Müll. Und das ist nicht, wirklich nicht irgendwie sinnig. Das ist ja auch nicht angedacht mit dem Schiff. Mann, du stirb endlich! Das könnte es gewesen sein. Ah, ich brenne nochmal. Löschen! Ich kann nicht rumziehen, ich bin zu lahm. Ach, lächerlich, gleich gemerkt. Sind sie faul dabei? Sind sie faul dabei? Stirb an meinem Brand! Time to shine, meine Freunde. Time to shine. So schlecht finde ich Kufis aber nicht. Ach, das Problem ist, Benny, du, an sich, das Schiff funktioniert, keine Frage. Du wirst so viele Runden haben, wo du mal Spaß hast. Wenn du es aber vergleichst mit anderen Schiffen, können die es halt alles viel besser. Gibt halt auch schon andere Schiffe, die im Nahkampf viel besser sind. Gibt Schiffe, die besser snipen, Schiffe, die besser auf der Midrange sind, Schiffe, die mehr aushalten. Uns fehlt das Alleinstellungsmerkmal. Das existiert nicht mehr. Das war früher mal die Secondary. Da hast du gesagt, boah, geil, Deutschland, geil, Secondary, Alter, Hammer. Aber jetzt momentan sieht es so aus. Zitadelle und weg. Komm, bam, bam, Junge, 3-9, Hammer. Momentan. Ich komme mal ein bisschen sehr eklig. Oh, Fletcher, schön reingelenkt in den Top, danke. Fletcher rettet mich. Fletcher rettet mich, hoffe ich zumindest. Vergesst, was ich sagen wollte. Und ich brenne wieder. Alter. Und uff. 3000 Kartoffeln. Alleinstellungsmerkmal des Brennen. Korrekt, das passt. Das lassen wir durchgehen, das ist gut. Da haben wir doch was, seht ihr? Man muss bloß suchen. Man muss bloß suchen. Mann, du stirb endlich. Dankeschön. Boing. Alles aber zünden. Flieger raus. Alles für mein Team. Flak auch unglaublich geil. Seht ihr hier gerade? Hammer Flak. Hammer, wie die aussieht. Hammer. Und auf. Shoddy. Tanky? Nein. Hier ist nicht Tanky. Bei den YouTube-Kommentaren hat auch einer geschrieben. Klebt die Mine hier gerade an der Augenbraue. Bei den YouTube-Kommentaren hat auch einer geschrieben. Oh, Leute, gerade was laberst du für ein Müllkuh ist nicht Tanky. Lustig. So, ich gucke jetzt mal weiter. Ich dachte mir so, what the fuck, spielt der ein anderes Warships als ich? Wenn du da eine Kremlin, Yamato, ein Kurfürsten und, sag ich mal, noch eine Montana hast und vielleicht noch eine Ohio. Denk jetzt bloß mal drüber nach. Alle Schlachtschifffahrer draußen, Kreuzerfahrer etc. Welches wie sieht ihr zuerst an? Stehen alle frontal oder stehen alle breitseitig, sagen wir mal. Gut, da will man ja auf Yamato vielleicht schießen. Stehen alle frontal, leicht angewinkelt, weiß nicht so recht, wo du hinschießen sollst. Welches Schiff fokussierst du? Sag mal. Um einfach Damage zu fahren. Spielst gerade deine Sau oder sonst wie was, willst schön Damage drücken. Kurfürsten natürlich. Immer den Kurfürsten. Korrekt. Yamato, ja, ja. Yamato nicht beschießen, ich schieße dann zurück, der tut's weh. Die Ohio, ja, natürlich. Ja, das ist klar. Frontal, Ohio, Monty, kennen wir. Kurfürst ist schön breit. Korrekt. Es ist halt das Problem. Das Ding ist riesig, das Ding frisst Damage ohne Ende. Ist ja schön, dass er nicht so zitteranfällig ist. Dafür auf Long Rage, alles was von oben ins Deck reinknallt, drückt uns halt doppelt und dreifach. Und ihr habt es ja gesehen hier. Ihr habt es ja gesehen. Teils haben wir unglaublich aufs Maul gekriegt. Hinburg, jetzt nicht sterben da. Du musst jetzt bitte die Wusterklammer haben. Der spielt nämlich verdammt gut und muss jetzt endlich mal krepieren. Krepiert nicht. Top ausgewichen. Und down. Schön. Stirbt er noch? Nein, macht er nicht. Sauber. BG, please. Nerfed Länder gehen mir von Anfang an auf den Sack. Nu, sinke endlich. Sinke. Hängt leider selbst mit der Norka mehr weg als mit Kurfürst und da vergleiche ich gerade T8er mit dem T10er. Norka halt den Vorteil, kannst halt frontal schön spielen, ne? Die Amis ist eine ganz andere Welt, Panzerungstechnisch. Wenn du die reinen Werte, die dir anguckst, ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber im Spiel ist es halt so, riesen Damage-Pinata. Ja, auch bei mir, Kufis immer das erste Ziel. Haben sie vorhin in der anderen Runde gesehen, da locker 130.000 Damage gemacht in der Abschlachtrunde. Warum? Schliefen beschossen, Kufis beschossen.
werde mal probieren, die Preußen auf Reichweite und HEL zu bauen. Na, mach mal. Das ist in meinen Augen totale Verschwendung. Du kannst auch was anderes spielen. Mit dem Ding kannst du nicht snipen. Dafür ist es viel zu ungenau. 1750 Runde P, 3 Kills. Spannende Runde. Wir haben auf T10 echt mal eine spannende Runde gehabt. Wahnsinn. Obwohl das so... Oh, jetzt muss ich mal gucken. Wie viel Damage, Branddamage. Das hat man doch irgendwo gesehen. Wo hatte man das gesehen? 76.000 Schaden durch 12 Abfackeln habe ich gefressen. Alter. Sprenggranaten. 114.000 Schaden. Gefressen. Ich habe gerade mal 23 AP-Mummeln gefressen mit 11.000 Schaden. Der Rest war nur HE. Ich habe 202.000 Damage gefressen die Runde. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und nicht mal eine Auszeichnung gekriegt. Traurig. So. Horus, danke fürs Mitkommen. Josh Quart, auch dir vielen Dank. Gut gespielt. Weiter geht's. Der Jonas und der Justin. JJ kommen jetzt mit. Double G. Nee, das passt nicht. Double J, G. Irgendwie so. Jonas, Justin, ab geht's. Ich sag ja, Preußen braucht HI-Bonus, also HP-Bonus, 200.000, unbedingt. Dann bist du ja, dann beschießen sie ja noch lieber, weil sie dann erst recht super viel Damage machen können. Ich hab den PN geschrieben, kannst du kurz schauen? Nö. Mach ich nicht, auf keinen Fall. Einfach gucken. PN wo? MKL Master hat mir geschrieben. Oh, der Hunter Hero hat heute Geburtstag. Hunter Hero da, hallo Hunter Hero. Moment, das warst du nicht. Du hast mir bestimmt bei Twitch geschrieben, ne, Admiral Tirpitz? Hast du auch. Admiral Tirpitz kannst du gerne machen. Das kannst du gerne machen. Wenn du dazu die Muße hast und die Zeit, kannst du sehr gerne machen. So. Grüßen. Admiral Tirpitz, du kannst mir noch einen anderen Gefallen tun. Du kannst bitte noch einen weiteren Befehl machen. Ausrufezeichen. Oder wie hattest du das geschrieben? Du wolltest jetzt einen machen für Kofis und Schabba wegen dem Tausch. Genau, da kannst du auch gerne mein Video nochmal verlinken, wo ich das genau erkläre. Du kannst bitte noch einen Befehl machen für die Preußen. Hier Ausrufezeichen Preußen und dann kommt der Videolink zum Review. Das wäre ganz cool, wenn du das mal machen könntest. Wollte ich eigentlich heute Nachmittag machen, aber ich musste Lost Arken. Preußen hat 50 mm Deckpanzerung und die Friedrich hat 80 mm. Die Friedrich ist besser gepanzert auf dem Deck als der Kurfürst und auch als die Preußen. So traurig. Auszeichnung Damage Piniata. Her damit, nehme ich. Das ist ja geil. Der Rundenclown, der alles gefressen hat. Irgendwie sowas. Wie ist Lost Ark? Boah, ganz cool, aber ich bin Diablo 2 gewohnt, ich bin Diablo 3 gewohnt. Das ist für mich jetzt... Ich kann den Hype, ich verstehe es für alle, die jetzt... MMOs noch nicht so richtig kennen und so Hack and Slays vielleicht auch noch nicht, dass die jetzt da total, boah, geil, geil, geil. Ich kenne MMOs, ich kenne Hack and Slays und für mich ist Lost Ark, ehrlich gesagt, sehr überfülltes Spiel, was das Interface angeht und weiß nicht, jetzt Level 22, 23 irgendwie in dem Dreh. Hab da jetzt auch schon ein paar Dungeons machen können und auch auf schwer mal und ja, macht Laune, aber ist jetzt nichts für mich, was ich jetzt hier die nächsten Monate durchsuchen muss. Ich glaube, für alle, die so in der Richtung kaum was gespielt haben oder noch nie so einen Hype so richtig in der Richtung mitgenommen haben oder Diablo nicht mögen, das ist genau das Richtige. Es ist sehr einsteigerfreundlich. Ich habe da QWEASD, die Taste, also Fähigkeiten. Und momentan sieht das aus, wenn ich kämpfe. Alles auf Cooldown halten und irgendwie funktioniert's. Und bam und Explosion und Batsch und Gruppen weg und Boss weg und geil. Der Anspruch ist noch nicht wirklich da. Außer in den Dungeons, wenn du auf schwer gleich dich schaltest und alleine machst. Da musst du ein bisschen aufpassen, musst du mal heilen. Aber sonst für einen geübten Hack-and-Slay-Spieler, eher so ein bisschen fad. Best Feuerschaden ever. Bis. Sollte man vorrangiges Ziel beim BB skillen? Nö. Guten Nacht, Kaktus. Ach, nur Titan Quest. Titan Quest habe ich nie gemocht. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Spiel so oft angefangen. Dieses Prinzip, Klassen zu mischen, damals bei Titan Quest. Aber die Ursprungs-Titan Quest, nicht bei dem... Oh, Kacke. Ah, Justin! Ah, der legt auch nicht ein, ne? Justin, weg! Passiert, wenn man nicht aufpasst. Lass mich mal.
Genau, ich wollte eh wieder drehen. Ich wollte hinten mal rum. Danke. Jacin, besser Mann. Schliefen, Schliefen, Sandra, Colombo, Colombo. Blablabla. Wird empfohlen. Bei der Kremlin, echt? Nee, würde ich nicht mitnehmen. Würde ich nicht mitnehmen. Vorrangiges Ziel, war es für 2 Punkte, das Ding? Anderer Beschussalarm, ne? Die Türme noch schneller drehen lassen, nimm das mit. Dann hast du den 2er-Skill da. Ich weiß, die drehen schon schnell. Mach dich ab. Boah! Du dich ab. Sau. Habt ihr mich einfach? Nein, ich habe gerade 0 aufgepasst. Ich geb's ja zu. Fuck! Einfach unsichtbar. Ich glaube, ich. Schieß auf mich, Colombo! Jetzt! Ja, schön dich dran an, Jacin. Pass mal auf. Pass mal auf, pass mal auf. Oh, du Scheiße, bin wieder zugegangen. Hat nicht auf mich geschossen. Ach, schade. Und Jacin als Schutzschild nehmen. Hätte er klappen können. Und natürlich wollte ich das nicht. Sowas Gemeines würde ich nie machen. Du Anti-Mate. Aber bisschen Spaß muss sein. Bisschen Spaß muss sein. Den wollte ich beschützen, nicht so schnell zu pushen. Wollte ich gar nicht, ich wollte bloß wieder eindrehen. Ja, noch einer? Nee. Dass ich, oh, Alter, bleib doch mal länger auf als eine Milli... Hololololololol. Ich bin Colombo, ich troll hier rum. Ich sag da nichts zu. Lass mal einfach so stehen. Ich sag da nichts. Ah. Man muss mal die Größe aufbauen von Krato und Jacin vergleichen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und seine Türme, guck mal, hier hinten allein, was wir auch noch haben, 8 am Bugdeck, ist bei der Monty auch viel, viel kleiner. Oh, scheiße. Ja, die große Wall rum. Oh. Da will man ja hier nicht mal durchfahren. Triff's beim Leben nicht auf der Entfernung. Das ist ja ekelhaft. Okay. Sind die 3 Schlachtschiffe, gib ihm, wir fahren einfach durch. Wirf. Getroffen. Yes. Alles geplant. Al Bundy ist da. Oh oh. Ihr Schuhverkäufer höchstpersönlich. Austin fast down. Vielleicht noch ein Kreuzer. Mir fehlt noch einer. Was? Wie noch ein Kreuzer? Gib doch genug. Nimm irgendeinen. Hier gibt's doch mehr als genug. So komm, wir machen mal YOLO jetzt hier. Scheiß auf die Kreuzerwolle da hinten. Lass ihn ballern. Wir machen jetzt hier mal und unsere Schliefen ist down. Okay, soviel zu YOLO. Schliefen wollte auch YOLO machen. Das schaffe ich auch. Das schaffe ich auch. Hey, Sandra. Kuckuck. Al Bundy. Al Bundy wird aufs Maul gleich gehört. Und uff. 9-9. Volle Bestrafung. 3 Treffer bloß. Voll bereitet und er steht da. Deutschland meine ich. Deutschland. Deutschland. So, und dafür haben wir 13.000 gerade gefressen. Alter Schwede. Aua, aua, aua. Ich kann nicht schießen. Nichts passiert, ich habe ab... Scheiße, ich hab minus Ping. Ach Gott, jetzt habe ich auch noch Ping-Probleme. Jetzt kackt hier mein Internet wieder ab. Oh. Scheiße. Ich hätte gerade minus 35er Ping. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Und ich brenne, und ich brenne. Wir kommen nicht an diese verkackte Aussehen ran. Das ist so ätzend. Sandra Colombo abgefackelt. Sehr schön. Bababam. Secondary, Secondary, Secondary. Secondary. Sandra fast down. Das ist sehr geil. Die kann ich jetzt aber nicht killen. Mach die Secondary. Secondary Kill. Drive-by, wie man so schön sagt. Der Colombo. Kuckuck. Wie sind wir denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Feuer! Das wäre ein Scheißwinkel. Andere Colombo eiert darum. Secondary, kannst du die Austin mal irgendwie mal klein ballern? Dankeschön. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Alter, die Streuung. 2-4, yeah. Doppel abgefackelt. Nope. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist doof. Ich bin im Colombo-Sandwich. Ungesund.
Das ist sehr ungesund. Türme kaputt ballern! Bam, 4-5. Overpens, Overpens. So, wir haben den gleich klein. Jetzt kann ich komplett drehen. Und hoffentlich hat die Colombo. Und der hat AP geladen. Scheiße, der weiß auch noch, was er tut. Na, aua. Down, sauber. Habt ihr gerade gesehen, wie die. Ich habe gerade mit einem Turm nur geschossen, aus Versehen noch. Wie die Granaten aneinander vorbeigeflogen sind und so zu Colombo hingeflogen sind. Das ist so traurig. Das ist einfach nur traurig. So. Cool. Kein paar unsichtbar werden. Und ich bin unsichtbar. Nicht brennen, nicht brennen. Und ich brenne nicht mehr. Und ich bin wieder auf Wobby. Oh, jetzt brenne ich wieder. Mmh! Warum? Welches Scheißschiff hat mich denn jetzt aufgedeckt? Oh, ich kriege noch einen Anfall. H-E-H-E. Das Sterben tut weh. H-E. Boom. Schade. Aber Colombo rausgepusht, gekillt. Wir haben die Awesome weggepusht. Hat funktioniert. Endlich mal gepusht. 142 Secondary-Treffer, 14 Hauptbatterie-Treffer, 55.000. Ich hätte mit der Schliefen jetzt hier locker 100k schon gehabt. Das ist so witzlos. Secondary macht zu wenig Damage. Hauptbatterie ist viel zu ungenau. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Admiral Tirpitz, Preußen, Ref. Kannst du das Ref noch bitte wegmachen? Kannst du bloß Preußen machen? Ausrufezeichen Preußen? Das wäre ganz cool. Das wäre ganz cool. Weil dann kann ich so einen Titel mit reinpacken. Das andere verwirrt bloß. Da sink ich. Da sink ich. Oh hey, 2,2 Millionen sogar mal weggetankt. Oh Mann, oh Mann. Krieg meins 8, korrekt. Exakt das gleiche wie der Kuhfürst. Bloß bei den 4 Türmen, die wir haben, ein Rohr halt weniger. Ein Rohr halt weniger. Dafür halt das höhere Kaliber, ne? Oh, Elbing, komm, bitte, bitte, bitte. Die Halland muss sterben. Die Halland muss sterben. Du bist ja auch nicht alleine. Das schafft ihr. Und ist weg. Rück schneller als gedacht. So. Justin, Jonas, ihr macht das. Ich vertraue euch. Ich vertraue euch. Jonas, pass auf, Tops. Diese große. Die große Voy hat nur einen Hit abbekommen. Meine Secondary hat von die gesamte Zeit auf den geballert. Ein Hit, nämlich meine Hauptbatterie vorhin, am Anfang der Runde. Seitdem hat diese große Voy nicht einmal mehr Schaden bekommen. HE-Ballerbuden als Zerstörer, super geil. Wargaming, beste Klasse ever im Spiel. Genau sowas brauchen wir. Was war eigentlich der Sigma wert, der Schliefen? Ich frag, wer die genau ist. Keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. 1920, irgendwie so in dem Dreh. Ah, müsste ich jetzt erstmal nachgucken. Aber shit, ist doch schlau. Shit, was hatte die Schliefen? Shit weiß das. Jetzt nur noch Preußen. Wunderbar. Dankeschön, Admiral Tirpitz. Dankeschön. Sehr schön. Wer das Review sehen möchte zu Preußen und Danny, hast beide sogar reingepackt. Sehr gut. Da sind die beiden Videos. Dankeschön. Preußen übrigens mit Doppel-S. Alles egal. 1,7? Ach. Hat die bloß 1,7? Ach, Moment, ich guck mal selber nach. Warships. Fitting Tool. Ich muss mal selber gucken. Dadurch, dass du diesen scheiß Sigma-Wert immer nirgends im Spiel siehst, kann man sich das immer so schlecht merken. Schliefen. So, mal gucken. Tatsächlich 1,7. Ich dachte, du trollst mich. Wahnsinn. Angeblich hat die Schliefen echt einen schlechteren Sigma-Wert. Warum trifft die denn besser? Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Vielleicht kommt es dann auch bloß so vor, weil du mit der Schliefen halt immer vorne dran bist. Dann bist du nicht bloß manchmal vorne an der Front und hast Spaß, sondern bist immer vorne an der Front. Anders ist das Ding auch gar nicht spielbar. Ein SZ ist auch ein Doppel-S. Das stimmt. Aber viele Sprachen haben das SZ nicht. Darum ist Doppel-S besser. Und darum heißt es im Spiel ja auch Preußen mit Doppel-S. Das SZ ist ja was Deutsches. Und vielleicht ein paar andere Sprachen noch. Hau rein, Mordgans. Wünsche allen noch einen schönen Abend. Guten Wochenstart. Wünsche ich dir auch. Schönen Sonntagabend noch. Oh, Jonas, nicht sterben. Macht die große Wölfe unsere Schema klar? Nee, macht sie nicht.
Weil die einen ziemlich durch zwei geteilt werden, wie bei anderen deutschen Schlachtern. Gefühlt ja, gefühlt ja. Gefühlt treffe ich auch mit meiner Colombo und Marlboro und Co. alles besser mit ihren 1,4, 1,5er Sigma-Werten. Streulipse, der schliefen wahrscheinlich kleiner. Bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Alles Daten, die uns das Spiel nicht gibt. Daher können wir bloß orakeln. Bin jetzt hier fast tot. Aber auch hier wieder halbwegs spannend. Ich meine, wir haben nicht viel gerissen jetzt in der Runde. Schade, dass ich da drauf wäre, ich unsichtbar geblieben. Hätte ich nämlich nochmal hochheilen können, wäre ich nämlich nach unten hier weggefahren, wäre safe gewesen. Aber war leider nicht gegeben. Aber effektiv haben wir die D-Punkte dadurch geholt. Haben die hier gekillt. Die große Wolke kann gar nichts mehr machen, außer jetzt hier. Oh, scheiße. Also hier rumtorben. Ja, mehr kann er auch nicht machen. Das hat der Nachteil in diesen HI-Ballabun. Harugumo super low HP, ja sehe ich. Und 2-7, die Breiter schieße. Feuer mit AP. Yeah, down. Sehr schön. Große Feuer hat auch nochmal gefressen. Wort Musse ist nämlich gleich Musse. Musse versteht hier kein Mensch und das Wort gibt es so gar nicht. Das ist absolut richtig. Das Schiff heißt im Spiel Preußen mit Doppel-S. Darum geht's doch bloß. Darum geht's doch bloß. Normalerweise, ich hätte sogar im Review fast mit SZ geschrieben, wo ich den Titel da gemacht habe. Aber im Spiel heißt es nun mal mit Doppel-S. Habt ihr eigentlich gewusst, dass der Kurfürst damals eigentlich Großdeutschland heißen sollte? War der ursprüngliche Name. Werde ich immer wieder daran erinnert, weil ich für den Kurfürsten Bilder mir aus dem Ordner ziehe. Und die ganzen Bilder sind nämlich noch gespeichert unter Großdeutschland. Die sind von WarGaming so benannt worden damals und heißen immer noch so, selbst wenn man sich jetzt aus dem Ordner zieht. Klar, was sollte auch Pobeda heißen. Das stimmt. Ich glaube, ich spiele gleich WOT, wenn das so weitergeht. Boah, ist so super. Spannende Runde auf die 10. Hallo. Könnt ihr ja fast gar nicht beschweren. Elfossil, dafür jetzt habt ihr Monate. Arimois, 6 Monate. Nobben zurück. Wäre voll fett gewesen. Lall. Nee, nicht wirklich. Die Deutschland ist gesungen. Deutschland singt. Nee. So, wenn du jetzt nicht gleich torbst, bist du tot. Da kommen die Torbs. Da hat er sie doch. Da, du bist trotzdem tot. Müsstest eigentlich tot sein. Colombo Secondary, geil. Als ob seine Secondary ihm nicht mehr 400 Damage machen konnte. Wo ist Deutschland auch mit Doppel-S? Da muss ich gleich mal reingucken. Das ist eine gute Frage. Großdeutschland. Gross. Deutsch. Da ist sogar ein Rechtschreibfehler drin. Da ist sogar... Warte, kann ich euch mal kurz zeigen. Bildschirmaufnahme. Da ist sogar ein Rechtschreibfehler drin. Das ist von World of Warships direkt. WGSPB Wolfs German Grossdeui mit Y CS Kaland. Also, ich glaube, viel mehr hätte man es gar nicht falsch schreiben können. So ist es bei mir im Ordner drin. Ein verdammt schickes Bild. Vom Kurfürsten. Ja, ich habe einen geilen Ordner. Da sind schon... Ja, wie groß ist denn der überhaupt schon? 1600 Bilder von World of Warships habe ich da drin. 2,5 Gigabyte reinstes World of Warships Pornomaterial. So. Jonas, hammergeil gemacht. Krado, ja, war dabei. Immerhin hat der Push, ich habe den Push angeführt, hat wenigstens funktioniert. Jonas hat die Runde seines Lebens gehabt. Justin auch gut dabei mit 1-7. Wir waren leider zu schnell tot, haben nicht lange genug gelebt. Das ist egal. Für die Runde hat es gereicht. Da ging es mir gerade auch eher um den Sieg. Und der Push musste sein. Die Austin musste weg. Die Austin musste weg und die Columbus von der Seite. Ja gut, der andere. Die andere Colombo, die außerhalb vom Cap war. Die hat mir halt das Genick gebrochen, aber die anderen sind dadurch elendig krepiert. Lassen wir mal so stehen. Klopfen uns trotzdem auf die Schulter. Aber haben wir gut gemacht. Haben wir richtig gut gemacht. Ich habe gerade T22 gespielt. Ja, 4K Damage. Geil. Glückwunsch. Besser als nix. Boah, Deutschland und Doppel-S in einem Satz kann man so machen. Boah, Deutschland. Auch nicht schlecht. Na, immerhin haben sie im Kurfürsten das Ü gelassen. Nein. Jetzt, wo du die Preußen angespielt hast, wirst du jetzt verdiente T10 Spitze oder wäre die Hannover ohne Spezialfähigkeit nicht die bessere Wahl? Hannover auch Zwillingstürme. Ja, Hannover würde ich sofort so nehmen. So wie die Hannover gerade ist, als die reiner Zehner. Und ihr gebt uns bitte noch eine super Hannover oder eine super Preußen, wo sie dann auch mal so übertreiben wie bei Satsuma und Co. Statt der Preußen hätten wir uns auch die Hannover 1-1 die Hannover hier hinstellen können.
Die wäre auf T10, die wäre denn wirklich gut dabei? Also wäre nicht zu stark, das ist ja das Traurige. Selbst als normaler Zehner. Machen wir hier bloß Dreier-Schlachtschiff-Divis. Wir fordern das Schicksal aber auch heraus, ne? Ist ja Wahnsinn. Ah. Schreibfehler seit Ewigkeit im Profil durch. Hauptbatteriegeschützen. Ja, sind einige Rechtschreibfehler. Hier sind, im Divi-Fenster war auch mal irgendwie was, was wir immer gesehen hatten. Oder irgendwas hatten wir letztens erst noch gesehen, da haben wir uns so köstlich amüsiert. Das heißt auch seit Ewigkeiten Torpedo, Treffer am Torpedo, Schuh. Nur mit U hinten, nicht Schutz, wie es eigentlich da stehen sollte. Das ist ja auch erst so seit ein paar Jahren. Kommt noch. Müsste eigentlich nur noch das Schiff Sachsen kommen. Oh, bestimmt. Gehen wir alles durch. Da gehen wir alles durch. Ein Plan gab es die H44 mit 4 Zwillingstürmen, Kaliber 508 mm. Das stimmt. Hat heute bei YouTube auch einer geschrieben gehabt. Allgemein unser Review unbedingt mal angucken. Also auch die YouTube-Kommentare. Da stehen viele interessante Sachen, was die Deutschen damals so angedacht haben und. Player 59. Warum hat er so einen komischen Namen? Aber er ist im Clan. Okay. So heißen eigentlich bloß immer die Test-Accounts etc. Player schießt mich tot, irgendwas Nummer. Aber wenn er im Clan ist, ist es bestimmt bloß Trollerei. Hab da was für dich. Wer ist das? Der... Die Yugumo. Bäh! Geh weg. Geh weg. Oh, oh. Du bist die einzige Divi hier in der Runde. Bäh. Okay. Yamato. Wir können doch nicht mal annähernd an. Das wird gut. Und im Divi-Fenster nicht bereit. Ja, genau. Das habe ich dem Dehales, glaube ich, vor 3 Monaten, 4 Monaten geschickt. Und ist immer noch drin, der Rechtschreibfehler. Verstehe nicht, warum. Ich habe so den Eindruck, dass diese ganze, was die Fehlerbehebung angeht, etc. oder was das Feintuning, was das Interface auch angeht und, dass sie da nicht einen für abgesetzt haben, wer sich da mal einen Kopf macht. Oder so Qualitätsprüfung am Ende denn noch macht. Ich weiß, mit den Sprachen ist eh immer so ein Problem. Weil die Entwickler ja nur alle Russisch sprechen und wenn du denn da mit Deutsch kommst und ey, guck mal hier, da ist was falsch bei dem Deutschen. Ja, wie sollen die es auch mitkriegen? Meistens immer, wenn die Wörter nicht ganz drauf sind, dann sind sie übersetzt und dann ist das deutsche Wort aber zu lang, dass es da nicht mehr reinpasst und darum fehlen ja immer ein paar Buchstaben. Das ist so der Hintergrund. So. Ich konzentriere mich mal gleich auf B. Ich will gar nicht auf offener Fläche mitballern. Das können Elitex machen und Buchse. Mach mal lieber das, was ich gut kann. Oder Nashimov sterben. Als ob der mich angreift. Okay. Und ich brenne. Nee. Nur 3000. Was ist hier los? Ja, ich gemerkt die Salve. Nur 3000. Bam, 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 bam. Ich hab ihn nicht getroffen. Ach, hör doch auf. Was ist denn das für eine Scheiße immer? Ah, es ist so anstrengend, deutsche Schiffe zu spielen. Ich hab ihn nicht getroffen auf 14 Kilometer. Was hat er gemacht? Wie steht er da jetzt? Achso, geht nicht auf, scheiße. Was hat er für einen Zaubertrick da gerade angewandt, dass er nicht zu treffen war? Wie sagst du denn schon die Preußen? Weil ich ein besonders cooler Spieler bin. Bin ein Community-Contributor, ein CC und wir kriegen die Inhalte früher. Wir arbeiten da mit Wargaming Hand in Hand und haben die Möglichkeit, solche Sachen vorab hier schon zu zeigen. Meistens nur ein paar Tage vorher. Das ist sehr geil, weil dadurch kriegt ihr auch schon immer einen besseren Eindruck. Ich glaube, die Nashimov mag mich. Kriegt ihr auch schon immer einen besseren Eindruck, was die Schiffe angeht. Schön ist, ich kann trotzdem frei Schnauze sagen, also meine Meinung äußern zu dem Schiff. Wenn das Schiff scheiße ist, dann kann ich euch das auch sagen. Uns wird ja gerne mal unterstellt, dass wir ja Wargaming, ne, weil wir CC sind, dürfen wir nicht die Wahrheit sagen und wir haben ja, sind ja geknebelt und alles so ein Müll, das liest man ja andauernd irgendwo. Ist natürlich völliger Müll. Ich kann das Schiff ja auch, als völligen Müllhaufen, sobald es, hier. Das kitzelt mich die ganze Zeit. Das hier, ein Riesenfussel.
Wir können das Ding, ich kann das Ding auch den ganzen Abend jetzt beleidigen, was für ein Scheißhaufen das ist und kauft euch den Dreck bloß nicht und bäh, ich will mein Kuhfüßen zurück. Das können wir alles machen. Das steht uns frei. Ah, das machen andere schon genug. Wir versuchen das lieber ein bisschen objektiver zu betrachten. Haha, Nashimov, haha. Alter, seine Tops sind noch nicht mal durch. Und er drückt echt schon die nächsten Tops hier rein. Die tiefen Tops sehen übel aus. Das sieht alles übel aus. Das ist nicht gesund. Das ist überhaupt nicht gesund. Hey, Lightning. Unser Paolo ist tot. Geil, Paolo. Hast du toll gemacht. Wieder meine Schrott-Olo. Oh, er hat ihn noch. Sauber. Team Tops sind auf. Hab ich ein Schwein. Hab ich ein Schwein, dass diese Team Tops aufhören. Da wären locker jetzt zwei reingegangen. Haha, ist ja geil. Schwein gehabt, Schwein gehabt. Hey, Monty. Plan, ob da reingeht. Einfach mal probieren. Wir haben zwei Yamatos hier direkt neben uns. Ja, ich habe einen Drop verdient. Woo. Hab im Hintergrund noch einen Dying Light Stream offen für Drops. Abpraller, nice. 457 mm Breitseite auf Nummer und die. Ich liebe es. Genau für solche Sachen spielt man dieses Spiel. Für diese Erfolge. Ja, dann bleiben wir hier mal stehen. Machen wir jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben uns hier interessant positioniert. Aber so richtig. Was machen können wir ja auch nicht. Ich meine, wir haben Ziel geholt. Wir haben Ziel geholt. Ah, Neustraschimi fährt rein. Sehr gut, Neustra, du machst das. Der Bock hier rumzuraschen und die Yamato reinzubrettern und im Endeffekt fahre ich da gleich rum, der drückt mir 50.000 in die Seite und dann bin ich tot. Aber Nahkampfschwein, richtiges Nahkampfschwein. Wenn die andere Yamato ist weggefahren, Tallinn ist auch weg, ist bloß noch die Yamato da. Kann ich ja mal probieren. Ich kann ja mal Hallo sagen. Zieht das, kann ich nicht schwer drücken. Ja, aber drückt mir auch gerne so mal 30, 40.000. Das kann die Yamato. Da brauche ich nicht mal Zitas machen. Na, guckst du her? Ach, guck grad nicht her. Nice, schön. Pass auf jetzt hier. Durch die Nase, von durch. Maximaler Damage. Pass mal auf. Maximum Power. Jetzt kann die Secondary Wix mal wieder arbeiten. Er dreht auf die Türme. So. Nicht zu weit rumziehen. Maximum Power. Elitex? Ja, oh Gott. Ich erwarte deswegen ein bisschen Damage machen. Elitex? Ich brauche deine Salve. Ich krepiere sonst gleich. Fahr jetzt nicht um diese scheiß Insel rum, ohne den abzuknallen. Oh Gott, Leben am Limit. Da fährt der da rum, Alter, statt die Breitseite wegzududeln. Yes, nice push. Fast natürlich ist Ram gestorben. Leben am Limit, meine Freunde. Leben am Limit. Der Mord hat auch keinen Damage mit der Salve. Ist richtig, ist richtig. Mit AP in dem Winkel für uns beide gerade nicht das Geilste. Das ist nun mal so. Jetzt kämpfen wir die Scheiße noch schnell durch. Dann fahre ich hier hinten rum und greife die von hinten an. Geiler Plan. Boah, Bier weg. Elbing. Stirb. Stirb. Stirb mit Doppel-Ü, Triple-Ü. Mit Ü-Ü. Stirb. Bam-bam. 450 mm in dein Fey. Ich brauche eine Brille. Ich glaube, ich brauche eine Brille. Wie ist die Preußen? Ja, sehr ungenau. Wie ein Kurfürst. Bloß mit höherem Kaliber. Du hast ihn nass gemacht. Ich habe ihn nass gespritzt. Platsch. Er hat gar nichts mehr gesehen. Und dadurch ist er gestorben. Immer wieder gern. Team, wir schaffen das. War gerade bis jetzt scheiße. Scheiße habe ich nicht gesagt. Die funktioniert, die ist gut gebalanced, wie Nere so schön mal gesagt hatte. Die ist gut gebalanced. Sie ist nicht zu stark, sie ist nicht zu schwach, sie macht das, was sie kann. Aber sie ist halt bloß ein olles Durchschnittsschlachtschiff, genau wie die Kufis selbst schon.
Das ist einfach nur ein Schiff, das ist da. Aber ob sie nur da ist oder nicht, juckt niemanden. Das ist ein Schiff, was du im Hafen hast. Aber lieber zu Kremlin greif, zum Konki, zu Yamato, zu Ohio, zu alles andere, was mir einfällt. Aus der Republik, weil ich die nicht mag. Alles andere würde ich lieber spielen als die deutschen 10er Schlachtschiffe. Das war vorher schon so und das ändert die Preußen jetzt leider auch nicht. Ich hätte nicht mal Bock, die Hannover zu spielen. Das ist ja das Traurige. Wenn ich eine richtige Nahkampfsau jetzt spielen würde, spiele ich Schlieffen. Ja, ist auch deutsch, ich weiß. Hallöchen, Radler. Viel Spaß beim Zuschauen. Was kann sie denn brennen? Nö, ach, Abfackler habe ich heute kaum gefressen. Chat, habe ich heute schon mal gebrannt irgendwie im Spiel hier? Nö, ne? Ich glaube, wir haben das, die Feuer, die waren gar nicht so präsent. Was waren das vorhin? 12 in 10 Minuten? Fast gar nicht gebrannt, die Runden hier heute. Fast gar nicht vorhanden. Hallo, aufschalten, danke. So, jetzt hier, Zitadelle. Die Feuer, weiß ich gar nicht, was das ist mehr so richtig. Haha, 4-9. 2 Abpraller. Alter, das ist bescheuert. Monarch Breitseite. 3 Treffer nur. Bom, bom. Alter Schwede. Wieder 3000. Geil. Mit einer Montana, mit egal welchem anderen Schlachtschiff, fertig, diese Monarch jetzt, die wäre weg. Die wäre im nächsten Jahrhundert gelandet. Die hätten wir weggerotzt. Die wäre als Terminator aus der Zukunft wiedergekommen und hätte uns angegriffen. Und ich mach dann 2 Abpraller, Alter. Ah. Monty. Hey, Natschemov. Natschemov, du alte Sau. Monty, Monty, Monty. Und jetzt richtig bestrafen. Oh, geil, 5000. Ein Treffer, ein Treffer. Du triffst mit dieser Scheißgurke nichts. Das ist doch Wahnsinn. Ich mach jetzt hier Lustiges. Schumus eiert da irgendwo rum. Ich muss sagen, scheiß auf die Monarch. Yamato da. Monty zieht sogar rum. Ich ramme jetzt so einen weg. Ich ramme die Monty. Sag die Punkte. Scheiße, schnell. Muss ich noch wegrammen. Oder Izumo. Irgendwas ramme ich jetzt hier weg. Oh, Damage. Jetzt wollen wir mit HE probieren. Nein, wir spielen den Scheiß doch nicht auf HE. 457 mm. Deutsche Genauigkeit. Sigma-Wert 1,8. Ich fange an, jetzt hier auf HE zu snipen. Im Leben nicht. Nichts. Es ergibt gar überhaupt kein Null. Gar nichts. So, guckst du her? Guck her, ne? Scheiße, guck doch her. Geh weg! Ich muss den Ram da hinten! Keine Zeit für dich, Izumo! Weiche von mir! Module drin? Ja, Module sind drin. Ja, ich habe das Schiff ausgebaut. Aber danke der Nachfrage. Guckt euch das mal an. 2 Mummeln rein, eine da hinten, eine hier vorne ins Wasser. Einfach Wahnsinn. Welche zwei E-Baller? Ich treffe da auch nicht besser. Die geringe, ich verstehe die geringe Nachladezeit. HE, okay, bietet sich an. Dann kann ich doch auch den Kurfürsten spielen. Der hat eine Sekunde mehr Nachladezeit, hat aber dafür 4 Schuss mehr in der Luft. Warum soll ich denn die Preußen auf HE hier spielen? Kapitän an Bord. Ja, Kapitän ist an Bord. Ja, Leute, ich habe das Schiff. Ich habe sogar Signale mit. Alles da, meine Freunde. Man sucht schon vergebens irgendwelche Antworten, aber man wird keine finden. Boah, glatte 30.000. Ne, guck. War eine total Müllrunde zu einer. War doch gar nicht so beschissen Runde. Den Damage schenke ich dir nicht. Boxi Ramin! GG Krado. Danke. GG zurück. Wemhim! Tada. Sauber. Captain. Zielwasser getrunken. Ist am Start. Birne gibt's heute. Birne. Ich will mal Kurfürst zum Vergleich. Mach ich in den nächsten Streams. Wahrscheinlich morgen Abend schon. Da werden wir noch so ein kleines Kurfürst-Special machen. Das möchte ich für YouTube nämlich auch raushauen. Bleibe ich auch mal stehen. Pass auf, jetzt höre ich gleich auf zu cappen. Oder ich werde nicht, bleib nicht stehen. Pass auf. Oder? Oh, Alter, mit dem Medium. Hier wäre die Ecke. Wenn ich da jetzt rüber, dann wäre vorbei. Dann wäre... GG! Puh. 120.000. Papier, Izumo auf 3 Kilometer Ziele drücken. WG Nerf Preußen. Die Ding hätte tot sein müssen. Schon frech, dass sie überhaupt noch gelebt hat.
Das ist schon frech, dass sie überhaupt noch gelebt hat. Ach, guck mal, Yamato können wir. Ne, können wir nicht beschießen. Doch beschießen. Jürg, ich würde Flieger. Jetzt lenkt der ein. Oh, ich stelle mich safe hinter der Insel. Ich will nicht sterben. Nee. Gerade spielen mit der Preußen DD. Genau, ich mache Nahkampfschwein jetzt. Bereit, ich ramm bloß noch Leute weg. Ich ramm nur noch alles weg. Down. Sehr schön. Hat gerade gerappt, war dann voll am Brennen und tot. Juhu. Spaß. Hört sich nach Spaß an. 120.000er immerhin. Naja, 1,7 Grund EP. Es ist schwierig, auf Damage zu kommen. Es ist wirklich schwierig. Monarch 43.000 haben wir Hauptdamage gemacht. Yamato 21.000, Izumo 37.000. Ich meine, wenn du erstmal dicht dran bist und die Secondary auch ein bisschen arbeiten kann, denn der Damage kommt ja. 162 Treffer, 40.000. Durch die Brände 20.000. Wir haben 60.000 Damage alleine bloß durch die Secondary. Was sehr traurig ist für meine Hauptbatterie. Da funktioniert es ja, aber es ist halt zu selten. Es ist einfach zu selten. Und ich sehe mich die Preußen auch nicht in Ranked spielen. Es spielt die Schliefen, die hat noch die geilen Torps. Warum soll ich denn da die Preußen spielen? Also das ist einfach nicht, das ist nicht durchdacht genug von Wargaming. Das ist jetzt einfach nur wirklich, ach ja, Friedrich, wir gucken uns den Friedrich mal an. Hm. Ja, Zwillingstürme 4, machen wir Kaliber höher, dann freuen die sich alle und ja, Rumpf nehmen wir gleich wie ein Kuh fürs Copy-Paste einfügen, zack. So geil, neues T10-Schiff, Hype. Wundert mich, dass sie nicht im Auktionshaus gelandet ist als Vorabzugang. Danke fürs Mitnehmen, Illitex, ich hab zu danken. Buxi, auch dir vielen Dank. Jetzt mit dabei der Mark Owl, Mark O. Owl, Oi und Wiesel. Da Mark 187. Mark den Mark. Gut, nee, Mark ist wirklich nicht da. Das sind auch so Sachen. Warum kriegen sie es nicht behoben, dass die Freundesliste vernünftig angezeigt wird? Von Goku wird mir jetzt offline angezeigt. So, pass mal auf. Da war er wieder weg. Und da ist er wieder. Ich muss ihn erstmal in eine Kontaktliste hinzufügen. Hätte er mich gar nicht angeschrieben, würde ich ihn gar nicht finden. Weil über die Kontaktliste da jemand zu finden, ist ein absoluter Krampf. Und er ist eigentlich online. Das Spiel zeigt mir das falsch an. Es ist so dämlich. Friedrich wird unterschätzt. Ich spiele mit dem 406er und hatte den Tagessieg mit 3 Kills, 145k Damage, heimgefahren. Endorphin, richtig gespielt, macht das Ding auch saumäßig Spaß. Aber auch da ist es schon, du wirst es auch unterschreiben, ich glaube nicht, dass du jede Runde solche Ausbeute hast. Viele, viele Runden gehen deine Granaten auch links, rechts an den Schiffen vorbei. Und das ist das große Problem. Und das wird bei der Preußen nicht anders. Ich wollte gerade sagen, wenn die Secondary die Hälfte Schaden macht, dann ist da was überhaupt nicht balanced. Ja. Gut, die Runde gerade, ich konnte auch nicht viel ballern, ne? Müssen wir dazu sagen. Hab da ein bisschen auf DD geballert, die Yamato frontal und viel mehr Ziele hatte ich ja gar nicht. Muss man zur Verteidigung jetzt mal sagen. Die richtig geile Schlacht ist bei A passiert, nicht bei uns da bei C. Ohio Preußen Yoshino, sieht gut aus. Los geht's. Was erwartest du vom Ersatz-G-Punkt? Der befriedigt halt nicht so gut. Wargaming geht davon aus, dass man in World of Warships keine Freunde hat. Aha. Darum haben sie auch gesagt, das Chat-System brauchen sie nicht überarbeiten, weil benutzt ja eh keiner, ne? Ja, ich verstehe. Gamer, die haben keine Freunde. Eindeutig. Eindeutig. Oh, was kam hier denn rein? Ahoi, Krado und Chat. Deutsche Bierwespe, bist du noch da? Sag mal, zu der Z46 und 52, gibt es da keine Videos zu? Ich weiß, sind zwei alte Forschungsschiffe, aber irgendwie finde ich zu diesen Videoschiffen nichts auf YouTube. Z52 hatte ich mal ein Video, das habe ich aber, glaube ich, wieder gelöscht gehabt, weil das nur Müll war in den Runden. Das hat mir gar nicht gefallen. Warte mal. Aber die Z... Wie ist das andere Ding? Z46... Bindestrich? Meine beste Runde Z46. Folge 1247. Nere Schuld. Folge 1168. Und vorgestellt. Gottchen. Und wann ist das denn? 27.11.2016 habe ich die Z46 vorgestellt. Das ist ja ewig her. Wahnsinn. Jetzt zur Z46. Schreibt mal Z-46. Da findest du Videos. Zur Z52 nichts. Lass mal Kufis gegen Preußen kämpfen. Nö. Jetzt, wo du die Preußen angespielt hast, würdest du sagen, verdiente T10 Spitze oder wäre die Hannover? Also, das hatten wir vorhin, das haben wir beantwortet. Was besser, Atlanta oder Boise für Keilerei? Boah,
Boah, Hörnchen, ich kann zu The Boys exakt gar nichts sagen. Atlanta, aber super geil. Atlanta, geil. The Boys selber bin ich, glaube ich, einmal damals im Test gefahren, danach nie wieder. Ich könnte nicht mal sagen, was das Ding überhaupt hat. Das ist echt so ein Schiff, das hat man irgendwo hinten im Hafen stehen. Aber benutze es nie. Nashimov, wir haben da Audacious. Boise kenne ich nicht mehr. Ja, so ungefähr geht es mir auch, wo ich sie schon gefahren bin. So geht es mir auch. So, geile Flak. Die haben wir übrigens auch nicht. Wir haben auch keine geile Flak. Minotaur pusht durch. Son Goku gleich halb tot. Der arme Son Goku. Was bitte? 25.000, nee, 20.000, 18.000, 18.000 knapp an Damage hat er schon gefressen. Ich hab dagegen. Drittel Schiff weg von einem Angriff von der Nashimov. Plus Spotting, plus andere, die ihn beschossen haben oder wir jetzt beschießen. Jupp. Son Goku hat Spaß hier runter, hab ich gehört. Son Goku hat richtig Spaß. Wo ist das so, die Nerve der Julia, ne? Ja, genau, das ist 1 zu 1 das gleiche Schiff. Ah, die Nerve der Julia kann ich genauso wenig sagen. Das sind so Schiffe, die hast du einmal kurz angeguckt oder nie wieder. Ein Glück habe ich einen Reichweitenjäger mit. Dann gucke ich, werde nichts sagen, aber das ist da vorne nicht so geil. Versuch mal da noch irgendwie wegzukommen, du. Vielleicht unsichtbar. Ach Gott, CV ist ja schon wieder Öl. Hab ich gesehen, wie schnell die Flieger gerade gestorben sind? So müsste das immer sein. Die waren ja instant gerade weg. Instant. Wie so eine Instant-Nudelsuppe. Feuer! Und dann noch rum. Gott. Bäh, Kamera. Da ich muss so rüber schielen. Ah, sieht aus, als ob er wegkommt. Hoffen wir bloß, dass die CV ihn jetzt in Ruhe lässt. Hier 9 Minotaur haut ab. Also ich sind Daring ist hier noch. Der Ring, der Ring, der Ring. Der Mino. Der Ring, der Ring. Masso, jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht, bitte nicht. Nee, hat ihn nicht mehr getroffen. Sauber. Treffer. Yes, 1500. Wird meine neue Lieblingszahl hier im Spiel. 1500. Auch nicht brennen. Kannst dich drauf verlassen. Du kannst dich drauf verlassen. Dieses Schiff brennt gut. Die Stärke der Preußen wurde gefunden. Wir waren die Ersten, die es herausgefunden haben. Brennt gut. Ab in Kamin damit. 1500. La 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 la. Mino, Mino, Minotau. Bam, 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 bam. Der kann es gar nicht genug auf den Sack gehen, der Minotau. Boom, Zitadelle. Schönes Ding. Das hat ja mal geklappt. Wenn er aufgeht, immer beschießen. Wenn du den Minotau machen lässt und der sich nicht hier unwohl fühlt und denkt, er überlebt das hier alles easy peasy, fängt er nämlich an, dich zu beschießen und dann ist hier Schluss mit lustig. Sag mal! Wiesel, wo bleibst du? Komm, Angriff! Pushen! Nee, viel weiter will ich gar nicht. Will ich aber ehrlich gesagt an die Seite ran. Um eventuell ein bisschen zu helfen. Monty. Volle Breitseite. Eine Mummel gegen. Ist egal. Daring eventuell abgehauen. Die Mino macht mir hier bloß Sorgen. Secondary. Boah. Und die Preußen. Jetzt geht's richtig los hier. Pass mal auf. Pure Zerstörung beginnt. Bei mir, weil die Monty mich gleich schießt. Bam, 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 bam. Secondary, Secondary. Secondary, 4-9, bam! Er bleibt jetzt hier stehen im Ball. Ach, schön. Schön, schön. Au. Eigentlich gesagt, der Damage beginnt, aber bei mir... Aua, aua, aua. Au, au, au. Es tut alles weh, es tut alles weh. Bin gut, warum ich hier nicht gleich weitergefahren bin. Au, 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 au. Ich würde so gern. Aber solche Aktionen überlebst du nicht. Obwohl es bloß 3 Schiffe sind. Ah, siehst du mal. Daring haben wir auch gefunden. Lass mich doch endlich gegenretten, Mann. Bom, bom. Au, 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 au.
Das ist zu viel, das ist zu viel. Ich hole mir mal ein Bier. Dann muss man versuchen, irgendwie wegzukommen. Als ob die Daring da genau durchballern kann. Au, 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 au. Au, 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 au. So, die Monty darf jetzt nicht so reinracken, der überlebe die Scheiße sogar. Bin nämlich gleich unsichtbar. Glück gehabt, 2-2 bloß. Und ich bin durch Flieger offen. Und dann, nee, Moment, das sind die gar nicht. Jetzt bin ich durch Flieger offen. Ich bin überhaupt kein Flieger. Bullshit! Ich gehe hier nicht mehr zu. Ich gehe hier nicht mehr zu. Au, au. Endlich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann bin ich gleich unsichtbar. Kratto, du bist ein Schiff. Ich weiß. Bin trotzdem unsichtbar. Ghost Shadow Models online. Wahnsinn. Die haben alle 3 Caps. Unser Team ist so ultra passiv. Was ist das da unten? Wieso kommen hier 2 Shikishimas? Wo kommt ihr denn her? Warum wart ihr nicht schon längst da? Warum kommt ihr da jetzt gerade erst angefahren? Und warum ist da eine scheiß Kleber offen? Ach du Kacke. Yay, Flakbewaffnung zerstört. Ich freue mich. Na und wie läuft's? Richtig gut. Pushen macht Spaß hier. Richtig Nahkampfsau hier. Macht richtig Spaß. Ich bin so ein Nahkampfschwein, ich war ich noch, schweinisch war ich noch nie. Und Eis daneben, haha. Und ich brenne trotzdem, es ist so ein Witz. Plong. Leb noch. Komm, ich muss nicht mehr weg. Aber ich leb noch. Eieiei. Na, Schimpf kommt auch noch hergefahren. Wahnsinn. Nicht ein DD, der irgendwie versucht, einen Cap zu holen. Kleber fährt da unten gleich vom Kartenrand, muss so eiert die ganze Zeit rum. Gut, die ist jetzt reingefahren, die Mino. Was soll er machen? Wahnsinn. Dabei haben wir so aggressiv gespielt. Im Endeffekt, wo wir jetzt bloß weggekitet. Vielleicht 3 Millionen getankt. Ja, aber mehr auch nicht. Du erschreckst halt niemanden. Ihr habt's gesehen. Ich habe versucht, davor zu fahren. Die ersten Salven, die eingeschlagen sind. Monty drückt mir 14.000. Konki drückt mir 10.000. Das steht in keinem Verhältnis. Es ist viel zu viel, was wir fressen mit dieser riesen Damage-Pinata. So, nun bin ich dort. Guck, ob der nochmal so reinkloppt wie vorhin. Und ich brenne. Oh, ich brenne nicht. Was ist jetzt los? Was denn jetzt kaputt? Die 3 Millionen machen wir noch voll. Das schaffen wir noch. Secondary. Yeah, Secondary. Richtig geiles Secondary. Und 4, 5, 3 Treffer, wow. 8 Schuss, 3 Treffer. Freu mich. Bam, 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 bam. Mino down, sehr schön. Nashimov kommt wieder. Ja, wo wirfst du deine Scheiße ab? Auf den Wiesel. Nein, Wiesel. Wiesel fährt tot. Er fährt den Tod. Wiesel, nein. Wir sind so am Arsch hier. Wir sind so am Arsch hier. Als ob der da noch rüberballern kann. Abschlachtrunde. Wahnsinn, nicht einen Cap. Ragan, you motherfucker. Maloshi. Kein Cap dafür, ein Arschloch im Chat. Wo ist er denn? Maloshi, melden. Vollidiot. So. Nashimov, Nashimov, Nashimov. Secondary of the Daring. Tito. Tito. Überlebt die Scheiße hier noch. Alles für die Stadt, muss ich sterben. 3 Millionen weggetankt. Long. Wahnsinn! Was ein jämmerlicher Misthaufen an Team. Nicht einen Cap, das gibt's überhaupt nicht. Die Ds, die nur außerhalb bleiben, keiner fährt in Cap, bloß Scheißgeballe. Hauptsache Damage! Alter. Wir sind auch noch ganz oben dabei. Richtig toll.
Schliefen habe ich nicht mehr gesehen bei den Gegnern. Monty Kong, die haben eine genauso beschissene Runde gehabt wie wir hier gerade. Ich habe fast mehr EP als die uns gerade Zeit da geballert haben. Das war der Kong hier, 1-3 Grund EP. Völlige Abschlachtrunde. Keiner, der sich um Cap bemüht. Und wir standen nur schon perfekt, um zu unterstützen beim Cap. Und nichts, was von uns irgendwie da mal reingefahren ist. So ärgerlich. Danke fürs Mitnehmen. Lief nicht so gut für mich, sorry. Son Goku, niemals entschuldigen. Niemals entschuldigen, warum auch. Für uns lief es auch nicht besser. War einfach bloß Müll. Da brauchst du dich nicht entschuldigen. Da haben die Gegner jetzt. Da sind die Würfel gefallen. Die Gegner sollten die Abschlachtrunde diesmal gewinnen. Da machst du nichts. Egal, was ich jetzt noch probiert hätte, egal, wo ich da lang gefahren wäre, ich wäre einfach krepiert. Ich wäre einfach krepiert. Dadurch, dass wir die ganze Zeit der Insel immer hin und her manövriert sind, konnten wir wenigstens mal auf den Zerstörer schießen, konnten auf die anderen da nochmal schießen, aber im Endeffekt, ihr habt es gesehen, einmal aufgegangen, Basai flog und flog und flog, frontal von der Monty da 10.000 aufwärts, es ist unangenehm. Maverick, bist du nicht mehr da? Maverick? Maverick ist nicht mehr da. Aber der Sephiroth Invader, der kommt mit. Sag mal die Siege. Siege? Die Siege. Wir haben bisher 6-2 gespielt. An sich ganz gut. Aber von diesen 6 Runden, die wir gewonnen haben, waren, glaube ich, 5 Abschlachtrunden. Eine Spannende haben wir verloren und die andere, die Abschlachtrunde, haben wir auch gerade verloren. Plus Müll. So, auf ein neues. Da hat sich ja so über den passiven Spielstil der Sandra gefreut. Und jetzt stellt euch mal den neuen Battlecruiser-Zweig vor, wo alle so sind. Life is not a deja vu. Ja, ja. Es kann toll werden. Manche, die gerne hinten rumpimmeln. Ich meine, Sandra-Spiel macht Spaß. Das ist ja auch das Problem. Dieses hintenbleiben, rumsnipen, wird ja da auch noch belohnt. Machst du eine 10.000 bis 20.000 pro HE-Salve, fuck it 2-3 Mal ab. Der Damage, der tickt um bloß so hoch. Du denkst dir bloß, what the fuck, wie mache ich so viel Damage? Warum sich da... Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute aus einem Clan. Bei DBs, die ganz zufällig zeitgleich in einer Runde gelandet sind. Alles klar. Lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. Abos, was? Oh, ich guck. Harimoi, 6 Monate, Ex-Inzadora, 33 Monate schon, vor 33 Minuten gepostet. Dankeschön. Galak Gamer, 6 Monate schon, 12 insgesamt. Kongo macht extrem Spaß. Und schau mal bei den Fragen, mach ich gleich. Das Jahr ist voll, auf viele weitere noch. Maniac, 43 Monate, liebe Grüße vom Niederrhein. Liebe Grüße zurück vom Fischland Dars. Bei den Fragen ist exakt gar nichts. Wir sind keine Anfragen. Wenn du was gefragt hast, habe ich es vorhin schon beantwortet. Anzeige ist raus! Mach doch! Mach doch! Und sogar CV mit drin in der TV. Geht's noch arschiger? Geht es noch arschiger, ey? Bestimmt Zufall, dass die da jetzt zusammen sind. Ist bestimmt Zufall. Wer wird angegriffen? Der Krado. Echt jetzt? Hops, hops, hops. Und ich brenne. Der erste Feuer ist raus. Sag mal, bin ich hier gerade fokussiert von allen Kostleuten? Kommt mir das bloß so vor oder ist es so? Ich glaube, das kommt mir bloß nicht so vor. Gut, drehen wir mal ab. Runde direkt RIP. Ist es auch. Wir sitzen gerade alle zusammen im TS oder Discord oder whatever. Und sprechen sich ab. Das ist, als ob du jetzt gegen einen ganzen Clan im CW fahren würdest. Was anderes ist das hier gerade nicht. Was anderes ist das nicht. Und die gehen auch ganz gezielt auf mich hier. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Auch ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Runden können besser sein. Weil wir haben viel gewonnen hier heute. Ich habe das Beste rausgeholt aus dem Preußen, was man machen kann. Mehr ist nicht drin. Au. Ich habe keine Schnitte, hier irgendwas zu machen. Greift mich auch an.
Naja. Das ist eine Doppel-Divi, die mich hier gerade sniped. Total geil. Und was ein Bruch. Bruder kaputt. Ist ja noch beschissener. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Riesenproblem, weil ich fahre gleich an die Front. Und Muffin, wir haben dich schon so oft gesagt, bitte soll ich fragen, lass es. Gar nichts beantworten. Das machen alles wir. Nicht immer für uns hier den Dings ergreifen. Das beantworten wir. Ich guck mir gerade die russischen Kreuzer an. Irgendwie sehen die auf den ersten Blick alle gleich aus. Nee. Bis T8. Ganz anders, als was danach kommt. Komplett anders. Oh, mein Ruder geht wieder und ich stehe total beschissen. Kann doch nicht einmal schießen, die Runde. Geile Runde. Ja, dann hauen wir mal ab hier, wa? Wenn ich es überhaupt noch überlebe. Ich brenne wieder, das kann mir jetzt aber nicht mehr erlauben. Schicke, schicke Shima, schicke, schicke Shima, drückt mir jetzt gleich richtig. Ja, 20.000 von der Schicke Shima. Aber was soll ich machen, mein Ruder war am Arsch. Schicke, schicke Shima. Ja, hau mal ab. Das ist mir zu blöd. Der CV ist von Anfang an da durch eine Mino und Co. geflogen, bloß um mich irgendwie zu erwischen. Das ist gerade. Bam! Zieht er in deine Fresse, Aki. Aki hat gefressen. Mal nicht so scheiße stehen. Aki frisst gleich noch Torps. Mal gucken, wo er einlinkt. Ach, haben aufgehört. Schade. Zufälligerweise auch noch ein deutscher Clan. Ja, ja, Zufall. Alles Zufall. Ist so viel offen vor mir. Und guckt euch an, wo die Salven alle hinfliegen. Naja. Das war's. GG. Das war's. Der Brand allein killt mich schon. Und Yoshino's down. Na, immerhin. Mit Dito. Oh Gott. Ja. Ihr seht jetzt zwei Divisionen aus einem Clan, die Stream snipen. Richtig geil. Cooler Clan. Richtig geiler Clan. Es ist schon low genug, sich hier alle zusammen reinzuklicken. Das ist ja schon armselig genug. Aber dann auch noch Leute hier direkt so zu snipen. Also bescheuert, da geht's ja gar nicht. Streamer-Mode in WoWs? Wann? Würde nicht kommen. Interessiert die Entwickler einen Scheiß. Die ganzen CCs haben das Problem, dass sie gerne mal gesniped werden und gerne mal sabotiert werden in ihren Runden. Und WoGaming weiß das seit Jahren und macht exakt nichts dagegen. Es wäre so einfach. Wir bräuchten tatsächlich nur einen Offline-Modus in der Freundesliste. Und nichts, niemand könnte mehr irgendwie gesniped werden. Ein gewisses Delay ist immer da. Und da können wir noch einmal kurz hier den Schwarzblend machen oder sonst was. Damit die dann nicht genau sehen, wann man reinklickt. Und zack, schon wäre es gelöst. Aber die kriegen das nicht hin. Und das werden sie wahrscheinlich auch nie machen. Ist überlaubt, was wir machen? Ist nicht verboten. Kannst reinklicken, wie du willst. Kannst reinklicken, wie du willst. Alles ist halt super lohne. Weil ihr seht ja auch, die spielen ja alle hier Hand in Hand. Das sind jetzt nicht zwei Divisionen, die einfach zufällig zusammengewürfelt sind. Die hocken gerade alle im TS, hocken alle irgendwie. Aber wenn sie ihren Clan halt so repräsentieren wollen, ist das schon ein bisschen traurig. Ist das schon ein bisschen traurig. Bei WoT, wo man einen Zufallnamen auswählen kann. Das bringt ja nichts. So gesehen schon, aber... Die Freundeslisten hier sind ja so aufgebaut, das ist ja immer das Schöne bei den ganzen Idioten-Stream-Snipern, die wir hier früher mal hatten, die auch massiv beleidigt haben. Die haben sich alle umbenannt. Die haben ja alle 10 Euro in Hand genommen, um sich umzubenennen, weil ihr Ruf halt so extrem geschädigt jetzt schon war. Und das Geile ist, die sind ja alle auf unserer Ignore-List geblieben. Dadurch sehen wir sie halt immer sofort, wenn sie ignoriert sind. Das ist halt das Schöne. Guten Abend, viele können nicht verlieren und klicken in vielen Streams rein. Aber einige Streamer haben extra Zeitverzögerung eingeschaltet. Ja, uns ist aber wichtig, mit euch zu interagieren. Nehme ich halt so eine Runde mit. Und ich meine, ihr seht ja, was wir hier gerade machen. Ihr seht es ja. Und wenn solche Leute halt das Spiel so spielen wollen, dann ist es halt so. Ist mir auch völlig egal, was das für ein Clan ist. Ob das ein Top-Clan ist, ob das kein Top-Clan ist. Ist mir völlig Latte. Aber alleine hier so reinzugehen und dennoch so zusammenzuspielen.
Das ist schon low. Das ist schon low. Ja, die Runde ist gut wie gelaufen. Roosevelt down. Warum auch immer der da nach vorne gefahren ist. Muffin auch dort. Und boom. Ach, der hat gleich wehgetan. Hat er gleich gemerkt, den Torp. Hast du die Leute schon auf Ignor gepackt? Nö. Mal beobachten, wie oft wir sie noch sehen. Mal beobachten. Bex, danke für deinen Sub. 10 Monate schon. Dankeschön dafür. Merci, merci. Sandri, Sandra. Wie war's, kein Delay? Ich dachte, du reagierst deswegen immer so spät auf unsere Achtung Tops ansagen. Sind bloß ein paar Sekunden. 5 bis 10 Sekunden maximal. Kommt auch drauf an, was ihr für Leitungen habt. Aber ich mag diese Streams nicht, wo die Leute da auf 5 bis 10 Minuten Zeit verzögert mit ihren... Aber besser gesagt, das machen ja meist Streamer, die gar nicht mehr interagieren mit ihren Zuschauern. Wenn du jetzt hier, weiß ich, 100.000 Zuschauer hast, dann kannst du ja überhaupt... hast ja keine Chance mehr mit dem Chat irgendwie drauf einzugehen. Und da ist ein Delay denn auch nicht schlimm. Das merkst du ja gar nicht als Zuschauer. Es geht eigentlich nicht, dass es extra zu dir kommt und dich abfuckt. Noch hat er ja gemacht. Ist ja komplett gleich reingeflogen, an dem Mino vorbei, an alles vorbei, bloß um mich am Anfang da zu treffen. Und unsere Leute bei A sind leider alle so dermaßen beschäftigt, 2 Leute zu jagen, dass wir B komplett außer Augen lassen. Und dadurch werden wir effektiv hier nachher auch verlieren. Weil die von oben jetzt halt alle runterkommen. Wobei lebenstechnisch immer noch recht gut aussieht für uns. Unser Sephiroth Invader hat jetzt hier aber auch ein Riesenproblem. Mit dem schönen Kurfürsten. Ah, ich könnte jetzt hier auch einen Chat schreiben, hier Report Cross-Clan. Aber die Leute sind mir die Mühe nicht mehr wert. Und natürlich, im Nachhinein wird natürlich dann erzählt, war Zufall. Natürlich haben wir nicht reingeklickt. Abgestimmte Divisionen untereinander, wo auch bloß eine Division CV dabei hat. Na, absoluter Zufall. Niemand hatte vor, irgendwie zusammen reinzuklicken. Agent der Freddy, vielen Dank für den Sub. 5 Monate schon. Dankeschön. Hat die Zeit überhaupt? 36. Ja, das wird immer solche Runden gehen, nie den Kampf aufgeben. Nö, mach ich auch nicht. Ich habe ja eigentlich so lange wie möglich versucht zu überleben, aber so 2 Shikishimas. Was, 2? Eine, ne? Wahrscheinlich tot. Ne, eine Shikishima und eine Yamato von der Seite. Es war halt kein Blumentopf zu gewinnen. Die haben mir da 20k-Kennen gedrückt. Der machst du nix. Das noch dazu. Denn auch so eine ultra starken Schiffe auch gewählt, ne? Und nicht mehr jetzt hier so Standardsachen wie Kufis und Co. Nein, da muss Shikishima auch noch genommen werden. Aber wenn sie sich dadurch geiler fühlen. Ich steht bei dem auf der Clan-Seite auch als Anime. Ja, ganz toll. Ein deutliches Zeichen. Dass wir es hier doch mit 6 sehr... Ach, ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts. Denkt euch da was aus. Aber dafür, dass wir zu 6 hier drin sind, der halber Clan wahrscheinlich hier gerade in dieser Runde ist und die abgestimmt zusammen hier agieren, dominieren sie nicht wirklich gut. Muss man wirklich sagen. Das ist jetzt hier nicht bloß blödes Gelaber. So ehrlich gesagt, dafür sehen die alle ganz schön runtergeschossen aus und steht ganz schön scheiße für die. Also so viel können sie ja nicht auf dem Kasten haben. Das Gemeine ist halt, dadurch, dass ich jetzt nur zugucke, können sie halt auch alles sehen, ne? Die wissen, wo die Shima ist, die wissen, wo die anderen gerade sind. Eigentlich müsste ich aus der Runde rausgehen, dann wäre es wenigstens noch für den Rest, der da ist, halbwegs fair. Gefechtsmanipulation ist nach Wolfsregeln auch verboten. Ja, das musst du aber auch erstmal beweisen. Ich habe jetzt hier keine Salven gesehen, die... Wir hatten mal einen dabei, ich weiß gar nicht, ob Wargaming da was gemacht hat. Da bin ich, ohne aufzugehen, irgendwo lang gefahren und niemand wusste, wo ich bin. Und da gingen Salven immer ganz in meiner Nähe ein. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Hat zwar nicht getroffen, aber wusste, ohne dass ich überhaupt mal gespottet war, wusste der genau, wo ich bin. Und der hat gewiss keine APF gehabt und trifft mich dann weiß ich, einen halben Kilometer fast. Das war eindeutig. Hier habe ich nichts Eindeutiges, was man zeigen könnte. Ich meine, ich kann es trotzdem weiterleiten. Dass halt die Clans sind, die zusammen reinklicken. Dann können sie prüfen, ob das oft passiert. Sollte es oft passieren, dann kann es auch Konsequenzen geben. Aber das ist eine einmalige Ausnahme. Bestimmt.
Safe im Stream und schreiben nichts. Ja, die haben ja auch gerade alle Hände voll zu tun, hier noch zu gewinnen, so wie die spielen. Guck's dir doch an. Bernie, Achtung, Tots kommen. Bernie! Mensch, jetzt mein Stream guckt. Und boom. Schade, nur einer. Schade, nur einer. Minotaur macht das so schön da vorne. Monty zeigt für Breitseite. Warum? Man weiß es nicht. Breitseite zu Yamato, Monty. Das ist keine gute Idee. Und unser Columbus raus. Naja, jetzt geht das Sterben los. Haller nicht gestorben. Kufi ist fast down von den Gegnern. Aber die anderen haben noch alle ordentlich. Und die Monty ist auch gleich raus, wenn die Yamato jetzt nochmal ballert. Naja, der schmeißt sich gerade völlig weg. Boing. Und boing. Boing. Alter Monty, das kann man ja nicht mit angucken. Um Gottes Willen. Und der fährt weiter, so Breitseite. Schicke Shimas raus. Sauber. Shima, schön gemacht. Mino hat gepennt, ist jetzt offen, fährt jetzt gegen die Insel, oder? Kommt er vorne noch rum? Kommt er da noch rum? Ne, kommt er nicht. Mino hat zwar geil, killt aber, die Hall hat noch. Nice. Schön gemacht, Mino. Sehr schön gemacht sogar. Die PR von denen liegt im Schnitt bei 800, woran das wohl liegt. Echt? Okay. Dann haben sie uns als Feind-Clan, also TK als Feind bei sich auf der Seite, weil wir so gut spielen oder was? Das ist ja nicht dolle. Biggie hat keine Zeit fürs Bannen, die sitzen gerade an denen, um Booten zu balancen. Ne, das ist auch Blödsinn. Überleg mal, was da... Das machen ganz andere Abteilungen da. So, jetzt fehlen wieder Punkte hin. Shima fährt Cappen, Kuf ist halt da hinten rum. Unser CV fehlt halt. Das wird uns noch wahrscheinlich das Genick brechen hier. Unsere Vermonti wird zur Insel. Vermonti. Unsere Vermonti. Oh, das ist ja nett. Die kleine Vermonti. Montana und Vermont gemixt. Die Vermonti. Nee, Vermont wollte ich sagen. Die wird zur Insel. Wir stehen hier schon die ganze Zeit. Wir können hier sogar wegrahmen. Wäre sogar sinnig. Ja, wobei. Wir hatten deutlich mehr Leben. Dann ist der Zandra tot. Das wäre wichtig. Das macht das Team, das an dem wandernden Chatfenster verzweifelt. Die versuchen sie jetzt zu bearbeiten. Aber jedes Mal, wenn sie das Chatfenster anklicken, dann macht das plopp, plopp, plopp und sie kommen nicht hinterher. Und 8 Stunden sind schnell rum bei so einem Arbeitstag. Ich gewinne das echt noch, Alter. Ich würde behaupten, 2 Divis aus dem TK-Clan, egal welcher, wenn die zusammen reinklicken würden, würden die so eine Runde mehr dominieren. Eieieiei. Die hatten sogar den CV-Kill innerhalb der ersten 6, 7, 8 Minuten. Schön alle einzeln jetzt in den Tod gefahren. So muss das sein. Vermonti, das neue T8-Schlachtschiff der Amis, beruht auf der Vermont. Würde ich so, nee, das finde ich scheiße, aber Vermonti, das irgendwie klingt cool. Eine Montana mit der Genauigkeit der Montana? Nachladezeit der Montana? Ah, die Türme der Vermont, also Kaliber der Vermont. Immer zu den Klang gerade zum Affen. Ja, ne? Aber hey, wir haben Krado rausgeballert. Krado ist raus. Oh, da haben wir weggemacht. Scheiß Krado. Joa. Dieses Meme, wo die alle so... Bitte mal einspielen. Heckbi! Raschbi! Go, go, go! Kost, K.O. und gesunken. Herr Chef K.O., vielen Dank für 110 Bits, für Kratos Geduld. Was für eine Geduld. Platzi gleich. Fini, danke für den Sub. Willkommen in der Crew. Agent Duff Freddy, 5 Monate schon. Merci dafür. Und Bexy hatten wir schon, ne? Hatten wir schon. Lob mal die Team, mach ich. Huch, erstmal melden. Mach ich, mach ich. Lick. Loben wir sie mal. Würdige Gegner. Aber es hat halt nicht gereicht. Es hat halt nicht gereicht. Was Meme-Einspielung als Einlösung für TK-Points. Wäre eigentlich lustig, ja. Wäre eigentlich lustig, könnte man sich mal überlegen.
Ja, Desmond. Man kept durch. Vermont kept durch. 2 Minuten noch zu spielen. Vermont ist safe. Desmond könnte noch sterben. Punkte technisch. Naja, gut, Punkte technisch sieht's gut aus. Die Wooster. Hat noch gut Leben. Na, guckt auch schon hin. Wooster wird aber gleich rumfahren. Dein Ernst? Mein Ernst. Wenn sie wirklich snipen und das jetzt mitbekommen haben, dann... Kann ich mir richtig schön vorstellen. Also ich werde deprimiert. Mit 6 Leuten so zusammenspielend. Wenn das nicht geklappt hätte. Wenn Mont jetzt kein Deto fressen. Wobei du hast auch genug Leben. Kann ja gar nicht passieren, alles schick. Immer klar, so macht Immelmann klar. Immelmann hat keine Flieger mehr. Auch kein Wunder, wie er sie am Anfang weggeschmissen hat. Oh, eine Mino. Hm. Flieg mal rüber. Hauptsache Krado tot. Boah, so rächt sich das. Die wie in deinem Team war krass. Wahnsinn, ne? Hätte ich schon gelobt? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, nochmal loben. Geil. Verdammt, Tageslimit erreicht. Wissen wir, Bond. Ich glaube, die hatte ich schon gelobt. Bam, 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 bam. Oh, gehen die Torps rein? Achtung! Hunter Torps! Ach, oh, hab ich gleich hingeguckt, war? Gleich gesehen? Scheiße. Vorsicht! Na, Mensch, da hätte ich mir mal ja sagen können. F-Kiss. Können wir nicht anders schreiben. Haben sie super gemacht. Tolle Divi. Tolle Divi. Die Schimmer hat 4 Kills jetzt schon. Wahnsinn. Erstmal noch down. Scheißegal. Booster fast tot. Vermont hat noch genug. Das sieht gut aus. 30 Sekunden. So, und jetzt vergessen wir das wieder, was hier die Runde passiert ist. Und scheiß drauf. Ich glaube, die Runde schneide ich für YouTube auch raus. Können sich gar nicht im Nachhinein. Wobei... Ja, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Sind Feldzüge wichtig oder kann man sich damit Zeit lassen? Kannst dir Zeit lassen. Es gibt manchmal temporäre, die bloß eine bestimmte Zeit da sind. Da steht der Meister aber auch dabei. Ne? GG. Good game. Vermont nicht so ein Flakmonster. Ja, kann sie, wenn sie will. Aber ich will sie nicht. Wie kann man sich am besten den japanischen Kapitän in den Feldzügen erfarmen? Black Zebo, kleiner Tipp, das wissen viele nicht. Du verdienst einmal die Sterne für deine Aufträge da, ne? Da hast du deine Aufträge fertig, die du einfach machen kannst. Und auch wenn man sind bloß noch welche da, die richtig scheiße sind. Du kannst die Aufträge, die du schon mal fertig gemacht hast, einfach nochmal machen. Und du kriegst den Stern, die Belohnung kriegst du zwar nicht nochmal, aber den Stern bekommst du nochmal. Du kannst so gesehen die Sterne super leicht farmen, indem du einfach die machst, die super einfach für dich sind. So habe ich es auch gemacht. So, gucken wir mal kurz. Ah ja, war zu erwarten, ich wurde gleich rausgesniped. Trotzdem fast noch mehr, als was ihr erst im Gegnerteam geschafft hat. Im Verliererteam, Gegnerteam. So, Schima super gemacht, Muffin super gemacht, 2,6 Sekunden EP, alter Schwede. Cool. Cool ohne. Nee, überhaupt nicht, aber geil. Morphiumvogel möchte mit. Und André. André, wieso hast du dein Schwert vor der Nase? Ich hoffe, du bist da. Ah. Ich stelle mich wieder an. Muffin brauchst du heute nicht mehr. Das wird heute nichts mehr. Das wird nämlich die letzte Runde jetzt hier. Eine Runde geht noch. Einer geht noch rein. Ein deutsches Wunder. Können wir so stehen lassen jetzt hier als Abschlussrunde. Können wir doch nicht so stehen lassen. Wenn du bei WG was zu entscheiden hättest als... Moment. Wenn du bei WG was an Entscheidungen alles zu treffen hättest, was würdest du am liebsten alles ändern an WoWs? Ich würde insgesamt die Performance erstmal tatsächlich, ich weiß, damit verdienen sie dann kein Geld, Performance und das Interface, das Hafeninterface, würde ich komplett überarbeiten. Alles mal ein bisschen zeitgemäßer, ein bisschen besser machen.
Es kann nicht sein, dass ich auf dem Testserver im Hafen wirklich meine 60 bis 300 FPS habe ohne Probleme und hier gefühlt bei uns auf dem Live-Server im Hafen mit 20 FPS rumdümpel. Es ist so ein Krampf hier im Hafen. Das, viele von euch wissen das gar nicht oder merken das gar nicht. Wenn ihr zwischen den Schiffen hin und her klickt, dann klickst du auf das andere Schiff und der lädt da kurz und blub, dann erscheint es da so. Auf dem Testserver geht das alles richtig flüssig, richtig toll. Oh. Scheiß hoch, Ben. Da geht das alles richtig toll. Da klickst du ein anderes Schiff an und wuff, ein schöner Übergang. Gehst zurück, wuff, ein schöner Übergang. Und hier auf dem Live-Server, da fühlst du dich, als ob du ein Spiel von 2000 Grad spielst, wo Ladebalken sind, wenn du eine Tür öffnest. Also, es ruckelt einfach wie Sau, wenn man irgendwo raufdrückt. Ja, das Interface ist so für den Arsch. Im Spiel mag es ja klappen. Oh. Hatten wir den nicht vorhin erst? Nicht erst? Hätte ich vorhin schon gesagt, bei dem Namen da, ey, guck mal, renamed user. Zufall? Ich glaub nicht mehr an Zufälle. Ich glaub nicht mehr dran. Vom Testserver ist halt nichts los. Ja, es ist doch keine Ausrede. Ah, da sehen wir doch performance-technisch, wie gut das funktionieren kann. Warum zum Teufel klappt es denn hier auf dem Live-Server nicht? Und wenn das nicht so klappt und wenn ich sehe, auf meinem Testserver funktioniert es deutlich besser, dann sorge ich doch dafür, dass das auf dem Live-Server auch irgendwie möglich ist. Es ist doch keine Ausrede, dass, oh ja, hier spielen sie, sind so viele Leute auf dem Server. Das ist doch keine Ausrede für gar nichts. Der mag dich. Aber auch. Nö, bin ich. Wie bist du? Wie Caratrace. Du bist Renamed User? Oder wer bist du? Hm. Die Conteroga, dafür deine 100 Bits, zeig ich die vorhin schon. Keine Ahnung. Dankeschön. Nein, das von war Player 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nicht Renamed User. Ah, stimmt, es hieß Player. Okay, alles zurückgenommen, alles zurückgenommen. Renamed User wird von Wargaming meist verteilt, wenn der irgendein, ja, hier Goebbels 38 oder irgendwie so einen Namen hatte, dann kommt Wargaming doch mal und sagt, gib's nicht. Und dann steht erstmal das da, bis man einen anderen Namen sich ausgesucht hat. Ah, Kurfürst wird gleich hinten rum. An sich für mich interessant. Battle mit einem Kurfürstenwagen? Nee, lassen wir mal. Keine DDs dabei, sehr angenehm. Aber dafür eine Annapolis, die Gegner mit Konde. Müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Hat das ja mal eine an sich schöne Runde. Commander P006 ist dabei. Die kennen wir auch. Zufall? Glaub ich gar nichts mehr. Überall Verschwörung. Werd hier noch zum Wendler, Alter. Ich sehe nur noch Verschwörung. Warum waren die Flieger eben weg? Muss ich nicht verstehen, oder? Das ist immer zu geil. Diese Hopse-Bomb, der Angriff startet, dann fängt erst die Flak an zu schießen. Das ist so witzlos. Und ich brenne nicht. Naja, das muss ein Immelmann. Glück gehabt, Glück gehabt. Nichts Gefährliches. Hey, Riga. Riga. Mit mehreren bösen Namen kann auch der Account gebannt werden. Der ist auch richtig so. Wer so einen, wer sich so schwachsinnig nennt und umbenannt wird schon, der nochmal so einen schwachsinnigen Namen wählt. Da habe ich dann auch kein Mitleid. Wanze weg, die ganzen Goebbels. Ich hatte es dazu kaum. Was habe ich heute verpasst? Sehr, sehr durchwachsene Runden. Von wirklich voll zu richtig hui. Naja, richtig hui auch nicht, aber durchschnittlich. Keine Hammerrunde verpasst jetzt hier. Eigentlich bin ich da nicht hingefahren. Da kommen da echt Doppelschliefen aus dem Loch gekrochen. Ein Glück bin ich da nicht hingefahren. Sonst wäre ich da jetzt voll in die reingebrettert. Mal kurz, wenn die Yamamoto für die Yamato zwei Hörnchen gerade schlecht. Ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Nein! Schade. Schade, schade. Können wir gleich hierbleiben und die zusammenballern. Aber ich würde, bevor ich hier drehe, gerne nochmal auf den Kurfürsten schießen. Ein Wunder, dass mich die Secondary jetzt nicht nur abgefackelt hat. Und unsere Kanone ist tot. Yay. Ist übrigens ein sehr geiles Schiff, die Kanone, habe ich ja schon mal erwähnt. Hey, Moskwa. Oh, der greift mich wieder an. Ich hab's halt mit CVs, ne? Also ich stehe in einer Traube von 5 Schiffen. Und er hört die Nähe. Bleib bei deinem Team, dann kann dir der CV nichts. Ja. Danke, Nähe. Danke. Kann mir nichts, der CV. Hm.
Immer wieder schön. Nur eine Frage, sorry, bin zu doof, das zu kapieren, aber wenn ich den Kurfürst im Hafen habe und ich verkaufe den jetzt, bekomme ich den Kurfürst dann wieder in den Hafen? Quickman, du brauchst ihn nicht verkaufen, du machst keinen Plus. Du willst bestimmt jetzt nochmal Credits abgreifen, das bringt dir nichts. Du kriegst nämlich die Verkaufskredits eh am Donnerstag, kannst ihn auch behalten. Allgemein hätte es gereicht, wenn du den Kurfürsten nur erforscht hast. Du hättest ihn nicht kaufen müssen. Wenn du ihn eh schon seit Ewigkeiten im Hafen hast, ja mein Gott, dann ist halt so. Aber ihr braucht den jetzt nicht noch kaufen. Dann macht ihr miese insgesamt. Dann macht ihr miese. So, dann wollen wir mal Doppelschliefen hier zusammen klatschen, zusammen falten. So, 1500. Geil, Secondary aber. Gut, wir konzentrieren uns auf den erstmal. Ich weiß, das ganze Tauschprinzip da, das ist alles ein bisschen kompliziert. Ich kann dir da auch bloß unser Video ans Herz legen, da habe ich das ausführlich alles erklärt. Du Sau! Wer war das denn? Die Moskau von hinten? Du Sau! Okay, komm, scheiß auf. Wir schießen jetzt einfach irgendwo rauf. In der Hoffnung, dass da wirklich mal ein bisschen Damage bei rumkommt. Die Streuung, Alter! 5-4. Geil, starke Salve. Strong. Stronke Salve. Strong? Nee, der hat damit nichts zu tun. Strong. So, komm, die eine Schliefe muss weg. Sind die da rumgepusht? 1-5. Nice, wir kriegen ihn langsam klein. Und Schiff verfehlt. Nee, Abpraller. Das ist so witzlos. Das ist so witzlos. Der muss sterben, der ist eh gleich tot. Hecko Fürst. Darf ich jetzt mal ein bisschen Damage machen? Das ist so witzlos. Und unsere Nepalis ist down. Das ist jetzt sehr schade. Das ist sogar sehr, sehr schade. Oh, 5000. Ein Treffer wieder bloß. Und eben auf die Schliefen geschossen. Der ist jetzt echt unsichtbar geworden. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt schießt er. Boah, Alter, ich krieg gleich einen Anfall. Jetzt hat der echt geschossen. Warum schießt du? Damit habe ich ja nur überhaupt nicht gerechnet, dass der nochmal schießt. Danke, Venezia, danke. Friedrich, geh weg. Ah, geh doch. Ja, ich gemerkt, die Salve, Junge. Manchmal musst du das Kruzifix raus. Anders geht's nicht. Und da noch eine Riga. Halli, hallo, Schiffen. Daumen drücken, dass wir das Schiff treffen. Ja. Oh, oh, ja, ja, oh. Oh, ja, richtig geil. Oh, Mann. Das ist so traurig. Ich meine, es ist nur eine kleine Schliefe, ne? Ob ich nur auf einen Zerstörer schieße oder eine Schliefe, ist ja fast alles das Gleiche. Ich komme schon auf die Kommentare wieder. Mekra, du hältst Kacke vor. Ist oben, unten und von der Seite und mit Salto rückwärts. 360, Junge. Bei Fortnite habe ich deine Oma geklatscht. Ja, danke. Das freut mich. Spielst mit die FAE? Nein. Brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Guck dir mal die Secondary an, der Schliefen, und guck dir den mal an, der Preußen. Brauchst du hier nicht. Die hat genug Durchschlag. So, cool. Das ist Wahnsinn. Deutschen Speerspitzen. 61.000. Gut gemacht. Yes! Schnürschuh Defender, ich danke dir. Preußen ist leider geworden wie befürchtet. Kane ist absolut richtig. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich bloß noch nicht geäußert gehabt vorher oder vielleicht irgendwie mal so nebenbei. Als ich die Hannover gespielt habe und so maßlos enttäuscht war, war mein nächster Gedanke wirklich, ach du Kacke, was wird denn das bitte mit der Preußen? Weil die Preußen ist ja nichts anderes als eine schlechte Hannover. Bäm, 7-3. Und das dachte ich mir da ehrlich gesagt schon. Das war leider zu erwarten. Es ist nicht sau schlecht, aber es ist halt auch nicht sau gut. Es ist halt einfach ein Schiff, was irgendwie funktioniert, aber nicht liefert. Das ist einfach, ob die nur da ist oder nicht. Das ist halt so ein Schiff, das hast du im Hafen. Da spielst du nicht, weil hast du bessere. Und das ist schade. Ich will nicht mal, was die Schliefen alles mitbringt in den Runden. Guck mal, was ich jetzt hier mit habe. Beschissene Genauigkeit, wenig Schuss in der Luft, aber jetzt ein großes Mobskaliber hier, womit man vielleicht auch mal ein bisschen reinballern kann. Man mag ja auch in ab und an mal manchen Rundpump. Oh, Alter, was ist das hier Leckeres?
So, jetzt mit der Monty würde die Izumo jetzt komplett platzen. Die wäre tot, die wäre weg, die wäre im nächsten Jahrhundert. Und? Ahaha, 7-9, Alter. 3 Treffer von 8. Ich soll mal vielleicht hier nicht so voll Breitseite zeigen. Echo-Fürst. Der fährt sogar so weiter. Ich meine, der muss auch erstmal wegkommen. Au. Schluss jetzt hier, ich brauche das Leben. Bam! 7-4, Bestrafung. 2 Treffer von 8. Es wird immer besser. Und da kommt die Monty rum, schrumpft mir das Schiff weg. Wunderschönes Beispiel. Aber ja, ich weiß, ich habe total scheiße vorgehalten und alles kacke. Ein deutsches Schiff ist geil in World of Warships, weil das deutsch ist. Hat mein Opa schon gesagt. Das ist ehrlich gesagt die erste Runde, wo ich die mal richtig spielen kann. Die muss mal richtig gut funktionieren. Irgendwie ist das traurig. So, der lenkt schon weg, bis wir ihn höher halten. Feuer! 3000, 2 Overpants und nichts. Nicht mal getroffen. Hau rein, Yolok. Bis zum nächsten Mal. Bin raus für heute. Auch wenn ich Urlaub habe. Ciao, tschüss. Auch im Urlaub muss man mal durchschlafen. Lass dir gut gehen. Ich kenne das auch selbst. Gerade im Urlaub, den sagt man sich vor dem Urlaub noch so, boah, ich will das machen und ich will hier machen und das und dort und ich will planen so viel und machen und tun und im Endeffekt liegst du auf der Couch wie halb tot. Das kenne ich zu Genüge. Als ich noch im Reisebüro gearbeitet habe, ich habe nie langen Urlaub genommen, ich habe meistens immer bloß so 5, 6, 7 Tage Urlaub genommen, dafür aber halt öfter mal im Jahr. Das war meist auch, dass ich von den 5, 6, 7 Tagen wirklich 3, 4 Tage bloß rumgelegen habe und nichts getan habe. Einfach, weil man erstmal wieder runterkommen musste. Aber du hast genau 9500 gemacht, ne? Schön, erkennt man gleich die Overpants, die kommen. Ehrlich, so macht Spaß. Ach, guck mal, Immelmann gibt's auch noch. Den hab ich schon ganz vergessen. Zitadelle! Deutschland! Deutschland! Neuer Damage-Rekord mit der Preußen? Für mich tatsächlich, ja. Für mich gerade tatsächlich. Und das ist sehr traurig. Uff. 1500. Nice. Schliefen 2.0. Besser als Schliefen. Bestes Schiff ever. Nein. Bloß sehr coole Gegner hier. Wir haben es probiert. Irgendwie finde ich es sehr cool. Auch wenn es nicht viel gebracht hat. Aber sie haben wirklich mal probiert, die gleich durchzubrechen. Reinzubrechen. Aber sollte nicht sein. Anonymous, vielen Dank für dein Geschenk. Sub an Kaido. Dankeschön dafür. Ayok, 17 Monate. Hatte ich dich schon? Danke für den Sub. Merci, merci. Da ist ja noch einer zu treffen. Da ist ja noch einer. Oh, noch weiter ballern. GG. Wer pusht, wird bestraft. Korrekt. So und nicht anders. Oh, rein, Kommandant Jackson. Ja. Sehen wir, haben wir noch gerade eine Runde gerissen, wo es mal ein bisschen geklappt hat. 223.000, aber es ist eine Zieter dabei, obwohl da so viel Breitseite stand. 1.000 Grund-EP. An sich eine Abschlachtrunde. Trotzdem Hut ab von den Deutschen da, die da durchgepusht sind. Die beiden Schliefen der Kurfürst. Sie haben es probiert, hätte auch klappen können. Aber war zu viel YOLO. War zu viel YOLO. Secondary, 242 Treffer, 28.000, also effektiv gar nichts gemacht. Brände, 7 Stück, 660.000, die haben gut getickt hier. Insgesamt Secondary dadurch jetzt hier tatsächlich 96.000 Schaden gemacht. 96.000? Kann ich mir rechnen. 127.000 Damage durch die Hauptbatterie bei 69 Treffern, ist das nicht gut. Müssen wir bedenken, wir haben eine kurze Nachladzeit, auch irgendwie zu verknusen. Naja, war ja wenigstens nochmal eine schöne Abschlussrunde hier. Eine Abschussrunde diesmal, eine Abschlussrunde. Morphium Vogel, vielen Dank fürs Mitkommen. Der andere ist schon raus. Mann, ich wollte mal gucken. Ich wollte mich doch bedanken. Ach, André war das. Nee, du bedankst mich nicht. Oh, Morphium, danke, dass du dabei warst. André war ja, guck mal, 1-2 Grund-DP. War ja gar nicht da. André, auch dir vielen Dank. Nur Spaß, ne? Nur Front, nur Front. Kommt die Preußen am Donnerstag? Korrekt. Wichtig, den Kurfürst, meine Freunde, müsst ihr nicht im Hafen haben. Es reicht, wenn ihr den erforscht habt. Habt ihr das Ganze aber mal zurückgesetzt hier unten? Ne? Dass ihr mal wieder hier irgendwo die Forschungspunkte erspielen wolltet, dann braucht ihr die nicht neu erspielen. Es reicht, wenn ihr den Kurfürst irgendwann mal hattet.
Und wer mir da nicht glaubt, wartet mal ab. Morgen kommen die Patch Notes. Da gibt es auch wieder ein Patch-Video auf YouTube von uns. Und da wird das Ganze bestimmt auch nochmal erklärt. Ausgiebig. Und da zeige ich es auch nochmal. Auch die Shabba, auch die Shabba. Shabba ist gleiche. Die habe ich heute nicht gezeigt. Wir haben uns jetzt komplett auf die Hannover hier gestürzt. Hannover sei schon auf die Preußen. Bei der Shabba genau das gleiche. Ihr müsst die Shabarovs nur erforscht haben. Ihr müsst sie nicht kaufen. Und dann kriegt ihr sie als Kohleschiff. Ich habe jetzt überlegt, ob ich hier noch durchballer, aber an sich brauche ich das gar nicht mehr, weil wir das Ding sowieso bekommen. Da geht die Tarnung ja auch die Frage. Ach komm, scheiß auf. Komm, wir machen es einfach mal. Ich zeige euch einfach mal das Prinzip, was ich damit meinte. Ich habe auch hier eine Menge EP drauf. Das ist das Prinzip dahinter. Ihr braucht sie nicht kaufen. Es reicht, wenn es erforscht ist. Und dann kriege ich die Shabarovs jetzt, auch wenn ich jetzt nicht CC wäre, also als normaler Spieler, dann kriegst du die jetzt in deinen Hafen gestellt am Donnerstag und hast du so gesehen, hast den 320.000 Kohle gespart oder was auch immer die 10er kosten in der Waffenkammer. Weil da soll sie ja dann hinkommen. Da soll sie ja dann hinkommen. So, warte mal. Schiffe, was kostet der Spaß? Kohle. Gut, 296.000. Nee, wir wollen ein DD. Haben wir ein Schlachtschiff hier? Gesage. Nicht ein 10er Schlachtschiff hier gerade für Kohle? Na gut. Aber wenn der DD schon das 296.000 kostet, Immelmann 200, die Napoli 252.000, so ungefähr 300.000 würde es schon sein. Mir eben fast 150.000 für Nöppes verbrannt, um es euch zu zeigen. Mann, ich habe genug Free XP. Ich habe diesen Luxus, euch das zeigen zu können und ich mache das auch gerne. Ich mache es auch gerne. Es hat keinerlei Wert gerade, dass ich das gemacht habe, aber ich wollte es prinziplos zeigen. Aber ich habe den Baum zurückgesetzt. Wann Tarnis, habe ich gerade erklärt. Ist völlig egal. Du brauchst, du musst den Kurfürsten einmal erforscht haben. Einmal, irgendwann. Wenn du zurückgesetzt hast wegen Forschungspunkt, ist das völlig egal. Kannst du ignorieren. Du hattest den Kurfürsten irgendwann mal im Hafen, das hat World of Warships gespeichert. Dein Kurfürst selber hat ja auch dann den Forschungspunkte-Bonus da unten. Alleine dadurch ist es ja schon klar. Du brauchst ihn nicht kaufen. Es reicht, wenn du ihn damals erforscht hattest. Ne? Du brauchst ihn jetzt auch nicht neu erforschen, wenn du zurückgesetzt hast. Das war doch sehr nett. Na, hoffe ich doch. Hat euch der Stream gefallen? Ich habe versucht, hier ganz nüchtern jetzt ranzugehen. Ich wusste es seit gestern, seit ich da ewig viel mit der Preußen gespielt habe, dass mir die Preußen nicht wirklich Spaß macht. Aber ich habe jetzt versucht, so sinnig wie möglich jetzt mich hier auch ein bisschen zu konzentrieren auf die Runden. Ich bin komplett weg von dem, ich pushe nach vorne und gib ihm. Das habe ich gestern nämlich mehrmals probiert und ich habe nur auf die Fresse bekommen, wirklich volle Möhre. In den paar Runden, die wir hatten, wo wir doch mal ein bisschen an die Front konnten, ihr habt es gesehen, wir waren halt unglaublich schnell tot. Ne? Das habt ihr ja gesehen. Wie oft ich das schon von dir gehört habe, wie das funktioniert. Ja, bedenke immer, hier gucken gerade 1100 Leute knapp zu. 1100 Leute stehen da zwar. Aber über den ganzen Abend hinweg haben hier 2.000, 3.000, 4.000 Leute immer mal eingeschaltet, mal ausgeschaltet, später nochmal eingeschaltet und. Und viele wissen es halt nicht. Und ich würde ungern hier Leute wirklich blöd jetzt hier in den Donnerstag starten lassen. Oder die kaufen sich jetzt das Schiff, weil sie denken, sie brauchen es und machen den der Hammer miese und. Das muss ja nicht sein. Ja, aber gut, bin mittlerweile eh weg von den deutschen Dampfern. Traurig eigentlich, ne? Eigentlich traurig. Morgen Abend könnt ihr euch doch freuen, fahre ich ein bisschen Kurfürst mal wieder. Mal bloß ein paar Runden, da werden wir jetzt den ganzen Abend Kuhfisch spielen. Was mit der Dani wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht macht Nere da noch einen Bonusstream die Woche, dass so ein bisschen Dani zu gucken ist. Dani selber auf YouTube könnt ihr bewundern. Er hat eine Stunde mit dem Schiff verbracht, hat auch sehr interessante Runden wirklich gemacht. Und ja, wer noch nicht genug hat von der Preußen, wir haben natürlich auch unser Review. Ausrufezeichen Preußen. Ausrufezeichen Preußen. Ah, mit SZ, ne? Preußen? Ah, mit SZ. Da habt ihr die beiden Links. Da ist einmal das Video zur Preußen und einmal das Video zu Dani vom Nere. Guckt es euch mal an, dann seid ihr, da wisst ihr ganz genau, was am Donnerstag Sache ist. In dem Video habe ich auch nochmal erklärt, was ihr beachten müsst, was ich heute ungefähr 30.000 Mal erklärt habe. Da einfach dann nochmal anschauen. So.